Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 3, Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 28. und 29. Juni 2018 und zum NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli 2018 in Brüssel. Es liegen hierzu zwei Entschließungsanträge der Fraktion der FDP, der Fraktion Die Linke sowie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 90 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Dann hat das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, am 11. und 12. Juli diesen Jahres wird der NATO-Rat in einem Format eines Gipfeltreffens in Brüssel tagen. Und es geht dabei um die erfolgreiche Anpassung des Bündnisses an die insgesamt in den letzten Jahren ja veränderte Sicherheitslage. Ausgangspunkt dieser Veränderungen war die völkerrechtswidrige Annexion der Krim im Jahre 2014 durch Russland und die bis heute leider anhaltende Destabilisierung im Osten der Ukraine. Aber auch die Bedrohung durch den Terrorismus, die Auswirkungen von Bürgerkrieg und zerfallenen Staaten machten die richtungsweisende Entscheidung des NATO-Gipfels im Jahr 2014 in Wales notwendig. Erstens, die Reaktions- und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses sollte deutlich erhöht werden. Zweitens, unsere ost- und mitteleuropäischen Verbündeten sollten rückversichert werden. Und zugleich wollen wir zum Dialog mit Russland bereit bleiben. Drittens, alle Alliierten wollten ihre Verteidigungsanstrengungen erhöhen. Und gerade die Frage der Verteidigungsausgaben hat zu intensiver Diskussion nicht nur hier in Deutschland, aber auch in Deutschland geführt. Und lassen Sie mich daran erinnern, der Beschluss, bis 2024 sich dem 2-Prozent-Ziel anzunähern, erfolgte angesichts einer neuen Qualität der Bedrohung Europas und wurde auch von Deutschland mitgefasst. In Wales herrschte Einigkeit. Dies erfordert einen fairen und notwendigen Beitrag der Europäer im Bündnis. Und bei dieser Grundsatzfrage geht es im Übrigen nach meiner festen Überzeugung um nicht mehr und nicht weniger als den zukünftigen Erhalt des transatlantischen Bündnisses. Meine Damen und Herren, inzwischen können wir auf 4 Jahre erfolgreicher Anpassungen zurückblicken. Alle Alliierten haben ihren Verteidigungshaushalt erhöht, zum Teil deutlich. Auch wir haben dies getan. Wir schulden dies auch der Sicherheit unseres Landes und der Einsatzfähigkeit unserer Streitkräfte. Und das spiegelt sich auch wieder in dem Haushalt 2018, den wir in der nächsten Woche in der zweiten und dritten Lesung lesen werden, und in dem Haushalt 2019. Die Maßnahmen des Bündnisses zur Rückversicherung und zur Stärkung der Verteidigung und Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses sind umgesetzt. Die Bundeswehr hat dazu erheblich beigetragen. Und wir sehen daran, die Allianz kann sich gemeinsam und solidarisch an ein verändertes Sicherheitsumfeld anpassen. Und auf dem anstehenden Gipfel sollen weitere Entscheidungen getroffen werden. Erstens, die Kommandostruktur der NATO wird mehr Reaktionsfähigkeit erhalten. Es werden 2 neue Hauptquartiere eingerichtet, eines in den USA und eines in Deutschland, in Ulm. Auch darin liegt ein wichtiger deutscher Beitrag. Zweitens, zugleich soll der Bereitschaftsgrad der bereits aufgestellten Truppen aller Verbündeten erhöht werden. Und drittens, der Gipfel wird eine Trainingsmission zum Aufbau funktionierender Streit- und Sicherheitskräfte für den Irak beschließen und damit einer Bitte der irakischen Regierung entsprechen. Auch wir haben ein erhebliches Interesse an einer langfristigen Stabilisierung des Irak, auch um Flüchtlingen in den Irak eine Perspektive für die Rückkehr zu bieten. Ich hoffe zudem, und da weise ich mich auch mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einig, auf eine Fortführung unseres zweigleisigen Ansatzes gegenüber Russland. Wir müssen unsere Fähigkeiten stärken, aber unser Dialogangebot an Russland bleibt bestehen. Wir erwarten auch, dass die Zusammenarbeit zwischen NATO und der EU bekräftigt und intensiviert wird, etwa durch Leuchtturmprojekte wie die Verbesserung der grenzüberschreitenden militärischen Mobilität und durch die Tatsache einer strukturierten militärischen Zusammenarbeit, zuletzt ergänzt auch durch eine europäische Interventionsinitiative
hat Europa sich sehr viel konsolidierter aufgestellt und wird damit langfristig und mittelfristig auch ein besserer und effizienterer Partner der im transatlantischen Bündnis sein. Die Anstrengungen, die wir in der europäischen Verteidigung unternommen haben, stärken den europäischen Pfeiler der NATO. Und wenn wir Europäer in Sachen Verteidigung besser und stärker werden, dann nützt das eben allen. Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis, dass das transatlantische Bündnis derzeit auch Spannungen auszuhalten hat. Wir sind aber überzeugt, dass dieses Bündnis für unsere gemeinsame Sicherheit zentral bleibt. Denn der Glaubwürdigkeit des Artikel 5 verdanken wir unsere Sicherheit. Diese hängt aber eben immer auch von der Verlässlichkeit der Verbündeten ab und damit auch von unseren eigenen Anstrengungen. Wir sind dies im Übrigen auch unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig. Sie verdienen es, dass sie über die erforderliche Ausrüstung verfügen. Und das ist eine Frage des Vertrauens in die politische Führung. Und es ist eine Frage des Vertrauens der Verbündeten in unsere Fähigkeit und Bereitschaft zur Verteidigung. Dieses Vertrauen zu erhalten, liegt in unserem nationalen Interesse. Und in diesem Sinne will die Bundesregierung bis 2024 die Verteidigungsausgaben auch auf 1,5% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Meine Damen und Herren, NATO und EU sind gleichermaßen Grundpfeiler der internationalen Zusammenarbeit. Sie geben uns Halt in einer Welt im Wandel, und sie verpflichten uns zum gemeinsamen partnerschaftlichen Handeln. Sie geben uns Hoffnung, Zuversicht und auch das Versprechen auf eine gute Zukunft. Und wenn man einen Blick auf den Europäischen Rat heute und morgen wirft, dann will ich noch einmal wiederholen, was ich in diesem Hause schon oft gesagt habe. Deutschland geht es auf Dauer nur gut, wenn es auch Europa gut geht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht zeigt ja schon ein Blick ins Grundgesetz, wie die Väter und Mütter dieses Grundgesetzes uns sagten, schon in der Präambel, vom Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das war der Anfang der Bundesrepublik Deutschland. Und in dieser Tradition stehen wir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der anstehende Europäische Rat umfasst eine breite Tagesordnung. Die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion, Innovation und Digitales, das Thema der Wettbewerbsfähigkeit, der mehrjährige Finanzrahmen von 2021 an, das Thema von Sicherheit, Verteidigung unserer Außenbeziehungen und last but not least der Migration. Diese Themen betreffen im Grunde alle großen globalen Herausforderungen unserer Zeit. Und auf alle diese großen globalen Herausforderungen sollte Europa eine möglichst geschlossene Antwort geben. Die Abstimmung mit Frankreich ist dafür traditionell wichtig. Und ich möchte deshalb ganz herzlich allen danken, die bei der Vorbereitung des deutsch-französischen Ministerrats in der vergangenen Woche mitgeholfen haben, eine gute deutsch-französische Agenda für den heutigen Rat und den morgigen vorzubereiten. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Bundesfinanzminister, der in vielen Stunden von Verhandlungen mit dazu beigetragen hat. Es geht nicht zuerst und nicht zuletzt um eine starke und stabile Währungsunion. Sie werden morgen hier im Bundestag über den letzten Teil des Griechenland-Programms abstimmen. Dieses Programm hat uns unglaublich gefordert, wie auch andere Rettungsprogramme für Euro-Staaten. Aber insgesamt können wir sagen, der Euro ist heute stabil, die Programme sind beendet und die Länder sind wettbewerbsfähiger geworden. Und das ist ein gutes Stück Arbeit gewesen und ein gutes Stück europäischer Solidarität in unserem eigenen Interesse, meine Damen und Herren. Aber es bleibt Reformbedarf für die Wirtschafts- und Währungsunion. Und deshalb haben wir mit Frankreich gemeinsam verabredet, in drei Punkten weiterzuarbeiten. Erstens, wir müssen den weiteren Abbau der Risiken im Bankensektor und die Vollendung der Bankenunion voranbringen.
Danach wollen wir ein gemeinsames Sicherheitsnetz, aber ich betone danach, ein gemeinsames Sicherheitsnetz zur Abwicklung von Banken entwickeln. Zweitens wollen wir, und so haben wir es auch im Koalitionsvertrag verabredet, den europäischen Stabilitätsmechanismus zu einer Art europäischen Währungsfonds weiterentwickeln. Es geht um selbstständige Überwachung von Programmen, die wirtschaftliche Lage in den Mitgliedstaaten beurteilen zu können und damit auch frühzeitiger Krisen erkennen zu können. Und in der Folge werden wir eine größere Unabhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds haben. Die Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages, so haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart und so wird es auch bleiben, bleiben davon unberührt. Und drittens, und das ist vielleicht das Schwierigste, die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder. Denn wenn die Konvergenz nicht da ist, wenn die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit zu groß ist, dann ist es auch schwierig, die Stabilität einer Währung auf Dauer zu erhalten. Und deshalb haben wir uns verabredet, im Rahmen des EU oder in dem Rahmen der Europäischen Union auch einen zusätzlichen Euro-Raumhaushalt, wir haben das in der Koalitionsvereinbarung einen Investivhaushalt genannt, zu entwickeln, ab 2021 parallel zu der mittelfristigen finanziellen Vorausschau, zu der nächsten Etappe, um dazu zusätzlich für die Länder, die eine Währung teilen, die Konvergenz und die Stabilität zu erhöhen. Und dabei muss die Leistungsfähigkeit der Besten der Maßstab sein und nicht der Durchschnitt aller. Und meine Damen und Herren, mit diesen Vereinbarungen setzen wir nicht mehr und nicht weniger um als wichtige Eckpunkte des Koalitionsvertrages. Und dabei gilt natürlich, jeder muss sich an die vereinbarten Regeln halten. Jeder Mitgliedstaat ist für seinen Haushalt selbst verantwortlich. Haftung und Kontrolle gehören zusammen. Es wird keine Schuldenunion geben. Stabilität und Wachstum bedingen einander. Und deshalb, meine Damen und Herren, werden wir am Freitag, also morgen, auf dem Europäischen Rat in einem Format der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums plus derer, die sonst an dieser Sitzung noch teilnehmen wollen, darüber debattieren, über die deutsch-französischen Vorschläge. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch jenseits der Wirtschafts- und Währungsunion brauchen wir strategische Konzepte für die Zukunft Europas. Da geht es um die Frage unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Deutschland und Frankreich haben vorgeschlagen, gerade im Bereich der Innovationen sehr viel mehr zu tun. Ich kann das heute hier nicht ausführen. Wir alle wissen aber, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz sind Herausforderungen, wo Europa nicht da steht, wo Europa stehen sollte. Und wir werden als einzelne Mitgliedstaaten die Dinge nicht aufholen, sondern wir müssen gemeinsam handeln, um strategisch wieder innovationsfähig zu werden, meine Damen und Herren. Und wir müssen in der Außenpolitik kohärenter werden, schlagkräftiger. Deutschland wird auch seine Möglichkeiten, jetzt als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu arbeiten, nutzen, um die europäische Koordinierung in internationalen Fragen voranzutreiben, zuallererst natürlich mit Frankreich. Und aus aktuellem Anlass werden wir auch über Handelsfragen sprechen müssen. Die Europäische Union hat als Antwort auf die von uns nicht akzeptierten Zölle auf Stahl und Aluminium ihrerseits Zölle verhängt. Wir halten diese Zölle für rechtswidrig, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden. Aber wir wollen mit den Vereinigten Staaten von Amerika ins Gespräch gehen. Und in welcher Weise wir ins Gespräch gehen, müssen wir miteinander besprechen, um weitere Zölle und damit weitere Schritte in Richtung eines Handelskrieges zu vermeiden. Ich glaube, das ist im multilateralen, im gemeinsamen Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, Europas und auch vieler anderer Länder auf der Welt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deshalb ist ja vielleicht die heutige Regierungserklärung auch besonders wichtig, werden wir natürlich auch über das Thema der Migration beraten, und zwar heute Abend. Wir sind, das will ich ganz offen sagen, noch nicht da, wo wir sein wollen. Das gemeinsame europäische Asylsystem, wie wir es eigentlich jetzt im Juni verabschieden wollten, werden wir auf dem Rat zu 28 nicht verabschieden können. Von 7 Rechtsakten, die dazu notwendig wären, sind 5 mehr oder weniger geeint. Aber in 2 wichtigen gibt es noch politischen Beratungsbedarf. Das ist auf der einen Seite die Asylverfahrensrichtlinie. Das hört sich so einfach an, aber da geht es um nicht mehr und nicht weniger als um gleiche Standards bei der Genehmigung oder bei der
Gewährung von Asyl in allen europäischen Mitgliedstaaten. Und das Zweite ist die sogenannte Dublin-IV-Verordnung, also die Weiterentwicklung der heute geltenden Dublin-III-Verordnung, die auch die solidarische Verteilung innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten von Migranten und Flüchtlingen beinhaltet. Jetzt sagen viele, die europäische Lösung kommt nicht, da warten wir schon 3 Jahre drauf. Und deshalb möchte ich das noch mal zum Anlass nehmen, zu sagen, dass das natürlich so nicht stimmt. Alle in Europa sind sich einig. Es geht darum, illegale Migration zu reduzieren, Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen. Und wenn dann wir über Austausch zwischen Herkunftsländern und den europäischen Ländern sprechen, dann zwischen Staaten legale Vereinbarungen zu treffen. Wir haben im Übrigen auf dem europäischen Kontinent damit gute Erfahrungen gemacht, als wir die Länder des westlichen Balkans zu sicheren Herkunftsländern erklärt haben, als wir die Rückführung damit ermöglicht haben von Menschen, die kein Anrecht auf Asyl hatten und im Gegenzug Arbeitserlaubnisse möglich gemacht haben für in Deutschland vorhandene Arbeitsplätze. Und dieses System funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut. Das ist schon eine der Vereinbarungen, die wir hinbekommen haben. Zweitens, wir hatten im Jahre 2014 etwa 200.000 ankommende Flüchtlinge in Deutschland, 2015 bis August 400.000. Wir haben dann eine Prognose gemacht bis zum Jahresende auf 800.000. Es waren zum Schluss 890.000. Und ich will noch einmal darauf verweisen, dass der 4. September, um den sich ja heute viele Diskussionen ranken, mitnichten eine unilaterale Aktion war. Sondern es waren schon 400.000 Flüchtlinge gekommen, es waren sehr viele in Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident hat den österreichischen Bundeskanzler gebeten, zu helfen. Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann hat mich angerufen. Die Außenministerien haben sich koordiniert, weil gerade ein Außenministerrat herrschte. Und wir haben gesagt, in einer Ausnahmesituation werden wir helfen. Das haben wir getan. Und das halte ich im Rückblick auch nach wie vor für richtig, meine Damen und Herren. In dieser Ausnahmesituation hat Deutschland für eine Zeit auf die Rücküberstellung im Rahmen des Dublin-Verfahrens verzichtet. Das ist das sogenannte Selbsteintrittsrecht. Das ist vor dem Europäischen Gerichtshof beklagt worden. Es gab im Sommer 2017 ein Urteil, dass das politisch möglich und damit rechtlich nicht fragwürdig war. Also ganz eindeutig vom Europäischen Gerichtshof so bestellt. Und es gab dann in dem Zusammenhang der sehr hohen Zahl von ankommenden Flüchtlingen die Frage der Rückweisung an der deutschen Grenze. Der Bundesinnenminister hat damals gesagt, nein, weil in einer solchen Ausnahmesituation von ungefähr 8.000 bis 9.000 ankommenden Flüchtlingen jeden Tag selbst die EU-Verträge vorsehen, dass man zur Herstellung von Recht und Ordnung die Möglichkeit nationaler alleiniger Maßnahmen hat. Davon haben wir nicht Gebrauch gemacht, meine Damen und Herren, aber diese Ausnahmesituation existiert heute nicht mehr. Wir haben eine völlig andere Situation. Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge ist deutlich geringer. Und deshalb gilt genau wieder die Rechtssituation wie vor dem September 2015, nämlich das europäische Recht mit Vorrang vor dem deutschen Recht, mit der Ausnahme, dass wir etwas haben, was wir vor 2015 nicht hatten, nämlich relativ lang andauernde Grenzkontrollen an einigen Punkten an der deutsch-österreichischen Grenze. Und jetzt, meine Damen und Herren, woran zeigt sich, dass sich die Verhältnisse geändert haben? Der Rückgang der Seeanlandungen in der Ägäis ist seit 2015 um 97%. Der Rückgang der Seeanlandungen im zentralen Mittelmeer im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres um 77%. Dies unterstreicht zweierlei, und das sind europäische Anstrengungen. Auf der einen Seite die Wirksamkeit des EU-Türkei-Abkommens, heute vielmals als ein Modellabkommen gezeigt, im Übrigen auch ein NATO-Einsatz in der Ägäis. Und zum Zweiten, dass wir die europäische Mission Sophia gestaltet haben, im Blick auf Libyen, mit verschiedenen Schritten. Der erste Schritt war, Menschen in Not zu helfen. Der zweite Schritt war, zu sagen, wir bilden die libysche Küstenwache aus. Und diese libysche Küstenwache ist heute in einem Zustand, dass sie selber Menschen in libyschen Hoheitsgewässern retten kann. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch sagen, es gibt eine Verpflichtung, dass man die libysche Küstenwache ihre Arbeit machen lässt. Und es gibt kein Recht, anstelle der libyschen Küstenwache einfach die Dinge zu tun. Das Libyen hat ein Recht auch auf den Schutz seiner Küsten.
Ich möchte übrigens Italien und Malta ganz besonders für die Ausbildung der libyschen Küstenwache danken. Und wir haben seitdem eine Grenzschutzagentur Frontex gegründet. Die ist noch nicht ausreichend ausgestattet, aber sie arbeitet, aber sie muss weiterentwickelt werden zu einer wirklichen europäischen Grenzpolizei, die dann noch mehr Vollmachten und Möglichkeiten hat. Und die Asylzahlen in Deutschland sind zurückgegangen. Wir können damit noch nicht zufrieden sein, das will ich ausdrücklich sagen. Aber sie sind auch in diesem Jahr bis zum Ende Mai geringer als im vergangenen. Und deshalb haben wir, um deutlich zu machen, wir wollen, dass sich 2015 nicht wiederholt, haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen im Koalitionsvertrag vereinbart und auch eine Richtgröße vereinbart, die sozusagen angestrebt wird, um auch das Thema der Integrationsfähigkeit im Auge zu haben. Wir haben inzwischen den Familiennachzug für subsidiär Geschützte geregelt, keinen Rechtsanspruch mehr, sondern eine bestimmte Zahl pro Monat. Und wir haben uns vereinbart, dass wir zur Erhöhung der Effizienz, denn wir brauchen natürlich nationale Maßnahmen, Ankerzentren bilden. Und ich möchte wirklich an alle Ministerpräsidenten und alle Länder appellieren, diesen Bereich des Koalitionsvertrages jetzt auch schnellstmöglich umzusetzen. Denn das ist mit den Bundesländern gemeinsam in der Koalition verhandelt worden, meine Damen und Herren. Und ich betone ausdrücklich, dass der Bundesinnenminister, nachdem er sich die Situation angeschaut hat, in seinem neuen Amt richtigerweise die Punkte zusammengestellt hat, an denen weiterer Handlungsbedarf besteht. Wenn wir ein so schreckliches Ereignis, erschütterndes Ereignis, wie den Mord an Susanna haben und hinterher sich ergibt, dass über lange Zeit Verwaltungsgerichtsverfahren nicht stattgefunden haben, dann können wir uns mit einem solchen Zustand nicht abfinden, genauso wenig wie mit einem Zustand, dass Leibwächter von Bin Laden über Jahre hier in Deutschland sich aufhalten. Und deshalb gibt es Handlungsbedarf. Und dabei geht es immer um Ordnung, Steuerung, wirksam, nachhaltig. Es geht um unsere innere Sicherheit und es geht um die innere Sicherheit der gesamten Europäischen Union. Dazu sind nationale Maßnahmen notwendig und dazu sind auch europäische Maßnahmen notwendig. Und meine Damen und Herren, es ist so wichtig, die Ankerzentren zu gründen, weil wir gerade bei nicht berechtigten Schutzsuchenden natürlich in dem Moment, wo wir die Verteilung in die Kommune haben, eine Situation erleben, wo es immer schwerer wird, die Rückführung zu gestalten. Und deshalb müssen wir besser werden, und zwar in drei Dimensionen. Und das hat auch am letzten Sonntag bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs aus 16 Ländern eine Rolle gespielt. Alle haben gesagt, als erstes und wichtigstes geht es um die externe Dimension. Um die Frage, wie können wir Schleusern und Schleppern das Handwerk legen. Und dabei muss folgendes Prinzip gelten. Wenn wir möchten, dass aus Afrika unter Aufopferung oder unter Gefährdung des eigenen Lebens, unter Zahlung von viel Geld, unter Unterstützung von kriminellen Strukturen, Menschen nicht mehr nach Europa kommen, die in einem hohen Maße keine Berechtigung haben. Da müssen wir auf der einen Seite mit den afrikanischen Staaten sprechen, wie wir Rückführungen gestalten, wie wir vielleicht Menschen davon abhalten, erst durch die Wüste zu gehen, um dann ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Aber wir müssen mit den Menschen sprechen. Wir können nicht einfach über die afrikanischen Staaten reden, sondern wir müssen mit ihnen, wie wir auch mit der Türkei gesprochen haben, versuchen, Abmachungen zu treffen, die zum Wohle auch der afrikanischen Staaten sind, durch legale Studienplätze zum Beispiel, Arbeitsmöglichkeiten, aber nicht über die Köpfe Afrikas hinweg. Sonst wird das keinen Erfolg haben, meine Damen und Herren. Und was immer wir tun, werden wir es in Zusammenarbeit mit dem UNHCR und mit der Internationalen Organisation für Migration tun. Und meine Damen und Herren, wir werden den Grenzschutz stärken. Ich habe darüber schon gesprochen. Das ist die zweite Dimension. Und die dritte, wir werden natürlich auch die sogenannte Sekundärmigration stärken, besser ordnen und steuern müssen. Besser ordnen und steuern müssen. Mein Gott. Echt mal. Echt mal. Denn es müssen zwei Dinge gelten.
Das Erste ist, es kann der Bewerber oder derjenige, der Schutz sucht in Europa, sich innerhalb der Europäischen Union nicht das Land aussuchen, in dem er einen Asylantrag oder sie stellt, meine Damen und Herren. Und zweitens, soweit sind wir ja einig, aber zweitens können wir auch nicht die Länder, in denen alle Ankünfte stattfinden, völlig alleine lassen. Das ist doch die Krux der Dublin-III-Verordnung. Deshalb brauchen wir eine Fortentwicklung. Und deshalb müssen wir, solange das mit 28 Mitgliedstaaten nicht geht, natürlich überlegen, wie wir unter einer Koalition von willigen Ländern bessere Regelungen treffen. Meine Maxime dabei heißt aber, nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zulasten Dritter, sondern im Gespräch mit Partnern. Und genau das ist das, was wir in den letzten Tagen gemacht haben und worüber ich dann nach dem Rat auch berichten kann. Sicherlich keine perfekte Lösung, aber ein Anfang für eine Steuerung und Ordnung auch der Sekundärmigration, an der man auch danach wird weiterarbeiten müssen, meine Damen und Herren. Und so haben wir doch immer gearbeitet. Das EU-Türkei-Abkommen ist doch auch keine unilaterale Maßnahme, sondern ist eine abgestimmte Maßnahme. Ich hoffe, dass wir jetzt auf dem Europäischen Rat die zweite Tranche für die 3 Milliarden zusammenbekommen, damit wir dann wirklich auch sagen können, wir helfen der Türkei bei der Bewältigung der Herausforderung von über 3 Millionen syrischen Flüchtlingen. Und bei aller Kritik an der Türkei ist das eine großartige Leistung, die die Türkei vollbringt, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genauso hat Italien ein Recht darauf, dass der EU-Trustfonds für den Norden Afrikas besser bestückt wird. Und auch hier fehlt Geld. Und auch das muss verbessert werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist also notwendig, hier weiter zu arbeiten. Ich werde das in den nächsten Stunden auch weiter tun. Dann natürlich auch an entscheidender Stelle darüber berichten, zuvorderst in der Koalition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa hat viele Herausforderungen, aber die mit der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Entweder wir bewältigen das, und zwar so, dass man auch in Afrika und anderswo daran glaubt, dass uns Werte leiten und dass wir auf Multilateralismus und nicht auf Unilateralismus setzen. Oder aber niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, das uns so stark gemacht hat. Und deshalb geht es um vieles. Herzlichen Dank. Die Bundeskanzlerin kämpft. Gleich wird sie nach Brüssel fahren und für diese Europapolitik einstehen. Am Schluss hat sie den entscheidenden Satz gesagt. Aus ihrer Sicht geht es bei der Migration da um die Schicksalsfrage für Europa. Viele sehen nur Angela Merkel und Horst Seehofer im Streit. Aber in der Tat, wenn man darüber nachdenkt, werden die anderen Europäer, auch falls Frau Merkel mal nicht mehr Kanzlerin ist, dieses Problem weiter mit sich herumtragen. Angela Merkel kämpft, Horst Seehofer ist heute Morgen nicht hier. Nun ja, vielleicht hat er einen Termin. Viel Applaus jetzt aus der Unionsfraktion, demonstrativ von CDU und CSU. Jetzt höre ich die Aussprache. Interessant war übrigens, dass zwischendurch sehr viel Applaus auch von den Grünen kam und nicht ein einziges Mal von der FDP. Nächster Redner hier, Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende der AfD. Die Frau Bundeskanzlerin hat soeben wieder einmal eine Welt- und Werteordnung beschworen, die man ja vielleicht noch herbeisehnen, die Deutschland aber nicht mehr herbeiführen kann. Ja, Frau Bundeskanzlerin, die Welt war schon übersichtlicher. Im Osten die Bösen, im Westen die Guten. Doch dieses Zeitalter der Einfachheit ist endgültig vorbei. Der amerikanische Präsident folgt seinen Interessen, seinen handelspolitischen in Kanada, seinen strategischen in Singapur. Wir werden uns also daran gewöhnen müssen, dass nicht ein gemeinsames Wertefundament, sondern Interessenübereinstimmung den Ausschlag für Zusammenarbeit oder eben Gegnerschaft geben. Und das bedeutet, dass die gute alte Staatsräson der Maßstab für Erfolg oder Misserfolg sein muss und nicht, ob die innere Verfasstheit eines Landes unseren Werten entspricht. Wenn es Trump gelingt, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren, war es richtig, was er begonnen hat. Gleichgültig, ob sich das nordkoreanische Regime nun liberalisiert oder nicht. Wir sind, meine Damen und Herren, zurück in einer multipolaren Weltordnung, in der es keinen außenpolitischen Mehrwert verspricht,
wie zu Zeiten der Heiligen Allianz die Legitimität, also diesmal die demokratische oder menschenrechtliche, zum Maßstab unseres Handelns zu machen. Solche Ansätze waren immer zum Scheitern verurteilt. Die Präsident Wilsons nach 1918 ebenso wie die der frühen Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ja, Frau Bundeskanzlerin, NATO und die transatlantische Partnerschaft bleiben Eckpunkte deutscher Außenpolitik. Aber sie müssen ergänzt werden durch eine kluge und realistische Einbindung derjenigen Mitspieler, die von einem anderen Wertefundament aus ihrer Staatsräson folgend Außenpolitik formulieren. Realpolitik nannte man das früher, auch wenn es uns, den gern die Welt verbessernden Deutschen, schwerfällt. Wir werden ihr wieder folgen müssen. Und, meine Damen und Herren, das gilt cum grano salis auch für Europa. Natürlich verbindet uns mit unseren europäischen Nachbarn ein gemeinsames Wertefundament. Doch das ersetzt nicht die nationalen Interessen. Und viele Länder sind der Ansicht, dass man seine Haustür eben doch abschließen und nicht jedermann hereinlassen sollte. Wenn die Frau Bundeskanzlerin von einer europäischen Lösung des Flüchtlingsproblems träumt, dann weiß sie natürlich, dass ihr Traum keinen Niederschlag im Handeln, sagen wir, Italiens, Frankreichs oder Dänemarks und erst recht nicht Polens oder Ungarns findet. Lassen Sie uns doch mal eine europäische Lösung andenken, Frau Bundeskanzlerin. Es gibt drei Grundtatsachen der Migrationskrise, die es zu uns schaffen, sind die Stärksten, nicht die Schwächsten. Die Migration schadet uns deutlich mehr, als sie uns nutzt. Mit einem in Afrika ausgegebenen Euro lässt sich 20-mal mehr bewirken als mit einem hier ausgegebenen. Schließen wir also die Grenzen. Steigen wir aus allen Resettlement-Programmen aus und helfen wir denen, die tatsächlich Hilfe brauchen, an Ort und Stelle. Dafür könnten Sie einen europäischen Hilfsfonds auflegen. Wir haben nicht das Geringste dagegen, Menschen in Not zu helfen. Aber hören Sie auf, Probleme ohne Ende in unser Land zu importieren. Dagegen sind wir. Als Sie, Frau Merkel, 2015 dem damaligen Innenminister und der Bundespolizei die durchaus mögliche Grenzschließung verweigerten, handelten Sie auch nicht europäisch. Ganz im Gegenteil. Sie bevorzugten den nationalen Alleingang, den Ihnen die übrigen Europäer übel nahmen, weshalb diese auch keine Bereitschaft zeigten, die Merkel-Flüchtlinge nach Quoten bei sich aufzunehmen. Frau Bundeskanzlerin, Sie rufen Europa zu Hilfe, wie es Ihnen passt. Doch die Europäer lassen sich nicht kujonieren. Und sie sind auch nicht bereit, ihre Buntheit, die Morde, Messerattacken und sexuelle Belästigung einschließt, in ihre Länder zu integrieren. Im Vergleich zu Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, nimmt der Innenminister wenigstens im Ansatz deutsche Interessen wahr. Spät zwar, aber hoffentlich nicht zu spät. Es wäre natürlich die bizarre Schlusspointe Ihrer unseligen Amtszeit, wenn Sie den Innenminister entlassen, weil er an den Landesgrenzen das geltende Recht wieder durchsetzt. Ich hoffe, wir werden das nicht erleben. Ich bedanke mich. Soweit der Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, der sich hier dafür aussprach, die Grenzen sofort zu schließen und am Schluss den Finger in die Wunde legte und sagte, nächste Rednerin ist die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Frau Merkel solle das dann möglichst nicht machen, den Innenminister zu entlassen. Beziehungsweise eigentlich freut er sich drauf, oder? Wie hat er es gesagt? Andrea Nahles jetzt von der SPD. Für Deutschland ist die europäische Zusammenarbeit. Die europäische Zusammenarbeit ist die Grundvoraussetzung in diesem Land für Frieden und Wohlstand. Der gemeinsame europäische Markt, die gemeinsame Währung, Freizügigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gemeinsame Produktstandards, gemeinsame Regeln für den Binnenmarkt, eine gemeinsame Außenhandelspolitik, eine europäische Bildungs- und Forschungsgemeinschaft. Auf all das sind wir absolut angewiesen. Jede Investition in die europäische Zusammenarbeit ist in unserem absolut ureigensten Interesse. Deutschland profitiert wie kein anderes Land von
von der Existenz der Europäischen Union. Und deswegen sage ich, europäische Zusammenarbeit ist nichts Großherziges, sondern etwas Großartiges für unser Land. Lange Zeit war das eine gemeinsame Sichtweise hier in diesem Hohen Haus und auch im Kreis der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist heute anders. Rechtspopulisten in Parlamenten und Regierungen verfolgen eine brandgefährliche Politik. Nach America first, Ungarn first, Austria first hört man jetzt schon Deutschland zuerst. Einfaches Muster. Die eigenen Interessen möglichst rücksichtslos und kompromisslos vertreten, um Punkte zu machen. Dieser Ansatz ist schon historisch falsch gewesen und er ist jetzt noch umso mehr falsch, weil wir eigentlich hätten lernen müssen aus dem, was hier in Deutschland passiert ist und von Deutschland ausgegangen ist. Wer rücksichtslos und kompromisslos handelt, schürt Konflikte und verschärft auch die Probleme. Man kann das doch erkennen. Das Muster zeigt sich jetzt in den USA bei dem dort losgetretenen Handelsstreit. Mit seiner Zollpolitik ruft Trump ja Reaktionen hervor, die seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern schaden. Ja? Und dann stellt er das fest und dann wird die Reaktion noch weiter verschärft und er heizt den Konflikt weiter an. Verbesserungen für die Menschen, Fehlanzeige. Und die Folgen einer solchen Politik sind nur Konfrontation und Zerstörung. Und deswegen fordere ich uns alle hier in diesem Haus auf, uns gegen diese Entwicklung überall auf der Welt entgegenzustellen. Das muss die Politik dieser Bundesregierung und dieses Hohen Hauses sein. Nicht klein beigeben vor den Europakritikern, sondern groß ausholen. Wir werden die europafeindlichen Kräfte nicht zurückdrängen, indem wir uns zurückziehen, sondern indem wir die Vorteile Europas offensiv ausspielen. Und darum geht es im Übrigen auch beim Europäischen Rat. Und darum ist es auch gegangen in den letzten Wochen, als in mühevollen Verhandlungen auch zwischen Bruno Le Maire und Olaf Scholz dann eben eine Grundlage gelegt wurde mit diesen Meseberger Erklärungen. Und die Vorteile Europas offensiv ausspielen, darum geht es, wenn wir jetzt sagen, dass eben gemeinsame Regeln verhindern, dass Staaten sich bis zur Handlungsunfähigkeit verschulden müssen, um sogenannte systemrelevante Banken zu retten. Das ist doch etwas. Kontrolle und Steuerung im Finanzsektor geht doch nur europäisch. Anders geht's doch gar nicht. Und darum geht es auch, wenn wir die Finanzkraft der Eurostaaten nutzen, um uns gegenseitig in Krisenzeiten auch Sicherheit zu geben, wie wir das zum Beispiel überlegen im Zusammenhang mit der europäischen Rückversicherung für nationale Arbeitslosenversicherung. Kontrolle und Steuerung gehen auch hier nur europäisch. Die Vorteile Europas offensiv ausspielen. Darum geht es auch bei einem Investitionshaushalt in die europäische Infrastruktur. Ein Beispiel. Deutschland hat 57 Grenzübergänge im Schienenverkehr. Davon sind 25 überhaupt nur elektrifiziert. 3 Richtung Osteuropa. Und damit dann überhaupt nur für den Güterverkehr geeignet. An allen anderen Übergängen müsste man eine Diesellok vorspannen, um überhaupt die Grenze überqueren zu können. Das ist doch ein Skandal im Europa 2018. Und das ist die Zukunftsaufgabe, die wir an den deutschen Grenzen wirklich regeln müssen, meiner Meinung nach. Im Wettbewerb mit China und den USA sich richtig aufstellen, im Wettbewerb dieser ganzen Weltregion, auch das geht eben nur europäisch. Und so sieht es im Übrigen auch in der Flüchtlingspolitik aus. Es gibt nicht die nationale oder die europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik. Es gibt Aufgaben, die wir national regeln müssen, zum Beispiel das BAMF zu reformieren, Ankerzentren oder auch mal das Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen. Das sind Sachen, die wir national regeln müssen. Es gibt Fragen, die wir national entscheiden können, aber die wir absprechen und koordinieren müssen mit unseren europäischen Partnern, wie zum Beispiel die Rückführung woanders registrierter Flüchtlinge.
Und es gibt Fragen, die wir nur gemeinsam zufriedenstellend regeln können als gesamteuropäische Lösung, wie zum Beispiel die Sicherung der Außengrenzen, die Reform von Dublin und die solidarische Aufgabenteilung in Europa. Die Regierungen und das Europäische Parlament, Frau Merkel hat darauf hingewiesen, sind im Übrigen schon längst dabei, diese Fragen zu besprechen, nicht erst seit dem Streit zwischen den Unionsparteien. 5 von 7 europäischen Vorhaben für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik haben das Europäische Parlament nämlich bereits erreicht. Nichts hat sich an der Sachlage in der Flüchtlingspolitik seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrages am 12. März verändert. Wir haben detaillierte Vereinbarungen im Koalitionsvertrag getroffen, um Steuerung und Kontrolle in der Flüchtlingspolitik zu sichern. Wir können sowohl national als auch europäisch handeln. Das muss jetzt auch geschehen. Streit einstellen, handeln, ist mein Appell. Schließlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die SPD begrüßt es, dass auf dem NATO-Gipfel im Juli eine gemeinsame Erklärung zur NATO-EU-Zusammenarbeit verabschiedet werden soll. Sich gegenseitig Sicherheit verschaffen durch ein solidarisches Unterstützungsabkommen, dieses Prinzip finde ich mustergültig. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, und das bewegt sich auch auf dem Koalitionsvertrag, die Verteidigungsausgaben hierfür bis zum Jahr 2024 auf 1,5% unserer Wirtschaftskraft anzuheben. Und das ist ein wichtiges Zeichen auch in Richtung NATO. Jetzt müssen aber auch die eigenen Hausaufgaben gemacht werden. Die gravierenden Managementprobleme der Bundeswehr müssen dringend behoben werden, auch um unseren Beitrag für die europäische Sicherheit überhaupt leisten zu können. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bundeskanzlerin, ja, ich hätte auch gerne den Bundesinnenminister begrüßt. Deutschland hat international eine herausragende Verantwortung. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine herausragende Verantwortung als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, als größtes Mitgliedsland in Europa, als Mitglied der NATO und in den kommenden 2 Jahren auch Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Um uns herum agieren zunehmend autoritäre Herrscher, die ihre Macht auf Jahre und Jahrzehnte festlegen und versuchen, die europäische und internationale Politik zu ihren Gunsten zu verändern. Dass wir in dieser Situation nur 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung in einer handfesten Regierungskrise stecken, darf nicht sein. Die SPD unterstützt da Sie, Frau Merkel, dabei auf der europäischen Ebene an Lösungen für die dort zu lösenden Fragen auch zu arbeiten. Und wir unterstützen übrigens auch den Innenminister, national die Vorhaben umzusetzen, die wir gemeinsam verabredet haben. Und wir sind auch immer bereit, neue Fragen zu klären, wenn wir sie denn kennen. Die SPD handelt aus der tiefen Überzeugung, dass Europa eine stabile und proeuropäische deutsche Bundesregierung braucht. Und wir handeln aus der tiefen Überzeugung, dass Deutschland umgekehrt eine handlungsfähige und solidarische Europäische Union braucht. Meine Damen und Herren, werden Sie Ihrer nationalen und internationalen Verantwortung gerecht, bevor es zu spät ist. Das ist an alle gerichtet, aber besonders an die Unionsparteien. Vielen Dank. Ja, Andrea Nahles, die Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, hat ja ein proeuropäisches Plädoyer abgegeben und natürlich auch den ein oder anderen kritischen Punkt angesprochen. Unter anderem hat sie ein Einwanderungsgesetz gefordert und eine Versöhnung quasi im Streit der Unionsschwestern. Interessanterweise hat sie auch den Innenminister gelobt und nicht beklagt hier vor dem Plenum, dass sie den Masterplan noch nicht kennt. Einige Teile wird sie nach der Diskussion Dienstagabend im Kanzleramt wahrscheinlich kennen, aber in der Tat liegt der Masterplan schriftlich. Bisher offensichtlich nur 3 Personen vor. Dazu gehört Alexander Dobrindt, der Innenminister Horst Seehofer, von dem er stammt, und die Bundeskanzlerin, die hier auch für den Masterplan geworben hat. Jetzt Christian Lindner von der FDP, der Parteifraktionsvorsitzende. Blick in die Welt ist in diesen Tagen verstörend. Die Entwicklung in der Türkei, die Handelsauseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten, der Handelskrieg zwischen den USA und China, weiteres mehr. In dieser Lage wäre eine stabile deutsche Regierung ein Wert an sich.
Selten aber habe ich gehört, dass die Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende einer Koalitionspartei wie die SPD, sie ist, hier vor der deutschen Öffentlichkeit darlegt, dass in wesentlichen Fragen der Regierungspolitik der Koalitionspartner nicht eingebunden ist. Sie haben hier gesagt, Sie kennen beispielsweise den Masterplan nicht, Frau Nahles. Ich kann Ihnen aus der Geschichte der FDP sagen, wir hatten auch Phasen, wo wir in zentrale Vorhaben des Regierungshandelns nicht voll eingebunden waren. Und wie das endet, kann ich bezeugen. Meine Damen und Herren, Migration ist ein exklusives Thema, ein Thema, das Gesellschaften sprengen kann, ein Thema, das Regierungen sprengen kann. Und dieser Tage lernen wir ein Thema, das auch Parteien sprengen kann. Frau Bundeskanzlerin, mit den technischen Formulierungen, die Sie hier heute gewählt haben in der Frage, ist es Ihnen in den letzten Jahren nicht gelungen, unsere Gesellschaft zu beruhigen. Und ganz offensichtlich ist es Ihnen in den letzten Wochen auch nicht gelungen, Ihre eigene Parteienfamilie zu beruhigen. Sie haben gesprochen über den Bin Laden-Leibwächter. Der Fall ist doch seit Jahren bekannt. Warum haben Sie nicht persönlich die diplomatischen Zusicherungen eingeholt, dass dieser Mann abgeschoben werden kann? Sie haben nicht gesprochen über diejenigen, die bereits hier sind und ihre Integration. Was Sie getan haben, Sie haben noch einmal den nicht bekannten Masterplan erwähnt. Deutschland wartet auf diesen Masterplan. Auf 62 Maßnahmen warten wir, weil eine einzige bekannte Maßnahme umstritten ist. Und dann stellen Sie sich hier vor das Parlament und fordern die Länder auf, bei den Ankerzentren endlich zu kooperieren. Ich darf Ihnen aus unseren Regierungsbeteiligungen in den Ländern versichern, die wären bereit zur Kooperation, wenn Sie denn wüssten, was der Innenminister will. Deshalb sorgen Sie doch dafür, dass in dieser Frage die Regierung eine Position vertritt und Länder wie beispielsweise Niedersachsen, Herrn Pistorius, oder Nordrhein-Westfalen, unseren Parteifreund Stamp, einbindet. Berufen Sie einen nationalen Migrationsgipfel ein, um über diese Managementfragen zu sprechen. Wir wollen, dass dieses Thema Migration, das uns noch lange beschäftigen wird, nicht alleine die politische Tagesordnung bestimmt. Digitalisierung, Bildung, die Sicherung unseres Wohlstands und anderes mehr. Das sind wichtige Fragen, die nicht auf Dauer von dringlichen Fragen verdrängt werden dürfen. Deshalb wünschen wir uns Handlungsfähigkeit der Regierung in diesem Feld. Die Migration ist, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das gesagt, die Frau Kollegin Nahles auch, ist eine europäische Herausforderung. Die Antwort auf die Lösung des Migrationsproblems beginnt mit dem Wort Europa. Da stimmen wir vollkommen überein. Wir wollen einen Kontinent ohne Binnengrenzen. Wir wollen einen Kontinent ohne Schlagbäume. Damit aber Europa ein Raum der Freiheit ohne Grenzen bleibt, brauchen wir endlich Kontrolle an der Außengrenze und eine Ordnung im Inneren. Dafür machen wir uns stark. Das alles ist nicht einfach. In den vergangenen Jahren, nicht nur in den vergangenen zweieinhalb Jahren, seit dem Flüchtlingssommer 2015, das Problem ist ja länger, hat es keine Durchbrüche gegeben. Und das ist auch nicht leicht. Die Mittelmeeranrainerstaaten wollen nicht allein gelassen werden. Und es gibt auch Mitglieder der Europäischen Union, die die Vorteile der Freizügigkeit nutzen wollen, aber selbst keine Beiträge leisten wollen, wenn es darum geht, auch die Flüchtlingsfrage zu lösen. Deutschland hat die mangelnde Funktionsfähigkeit von Dublin III kompensiert. Dublin III funktioniert nicht, und Deutschland hat deshalb seit 2015 die Hauptlast getragen. Das hat unser Land, Frau Bundeskanzlerin, an alle seine Grenzen geführt, und deshalb kann diese Politik jetzt nicht fortgesetzt werden. Deshalb muss es jetzt eine europäische Lösung geben. Das muss enden. Nötig ist eine europäische Lösung. Wünschenswert und sinnvoll ist eine europäische Lösung.
Aber nötigenfalls muss übergangsweise altes Recht wieder angewendet werden, um zu signalisieren, dass Deutschland die Sonderrolle der vergangenen Jahre nicht auf Dauer fortsetzen kann. Das ist das, was wir uns wünschen. Frau Merkel, Sie haben geschlossenes Auftreten in der EU gefordert oder der EU gefordert. Wichtig wäre, dass zunächst einmal Deutschland in der EU geschlossen auftritt. Denn richtig wäre die Position, eine europäische Lösung anzubieten und anzukündigen, notfalls altes Recht wieder anzuwenden, solange und soweit es sie nicht gibt. Aber statt dieser Verhandlungsposition erleben wir Drohungen, Ultimaten, Endzeitstimmung. Es wird davon gesprochen, es gäbe ein Ende des geordneten Multilateralismus, und man weiß nicht, ob das bei Herrn Söder eine Beschreibung oder eine Forderung ist. Damit, mit dieser Uneinigkeit der Regierung, wird Deutschlands Verhandlungsposition in Europa geschwächt, oder um es anders zu sagen, die CSU hat Frau Merkel und Deutschland in Europa erpressbar gemacht. Meine Prognose ist, es wird jetzt keine Durchbrüche geben, wird es nicht geben, auch wegen der innenpolitischen Situation in Deutschland. Und dennoch wird die CSU beidrehen. Wir werden wieder öffentliche Harmoniebekundungen erleben, Interpretationsübungen, warum die vielleicht auch unvollkommenen Gipfelergebnisse doch jetzt nicht zu Ministererlassen führen müssen. Und die staunende Öffentlichkeit wird das wahrnehmen und wird sich fragen, was ist eigentlich in den letzten Wochen für ein Theater gespielt worden. Das kennen wir aus höchsten Staatsämtern heraus, mit parteipolitischen Motiven die Stimmung anheizen, um danach beizudrehen und wieder zur Vernunft kommen zu wollen. Das ist die Methode David Cameron. Und ich warne die CSU davor, sich ihn als Vorbild zu nehmen. Die Migration bestimmt ja auch diese Debatte, die innenpolitische Diskussion, und darüber nehmen wir überhaupt gar nicht wahr, was im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion sich vollzieht. Griechenland bekommt de facto ein viertes Paket, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU. Das, was wir an Veränderungen bei den Schulden sehen, das hat den Charakter eines vierten Pakets. Es gibt auch weiter Monitoring. Sie nennen es nicht so, und der Internationale Währungsfonds ist raus. Das ist eine Positionsverschiebung. Wir bekommen einen Eurozonenhaushalt, ein Investivbudget, möglicherweise sogar mit einer erstmalig eigenen Steuer der Europäischen Union bzw. der Eurozone. Und da wird gesagt, wir machen das, Frau Nahles und Frau Merkel sagen das allen, wir machen das für mehr Konvergenz, für mehr Zusammenhalt. Das Ergebnis ist, 2/3 der Finanzminister der Eurozone lehnen diesen Investivhaushalt ab. Sie sprechen von einem Programm, von einer Politik, um Europa zusammenzuführen. Jetzt vor diesem Gipfel haben wir erlebt, es ist ein Programm der Spaltung, weil es keine Einigkeit in dieser Frage gibt. Und zum Schluss, der europäische Stabilitätsmechanismus, jener zeitweilig aufgespannte Rettungsschirm, wird perpetuiert zu einem Währungsfonds. Da sind wir dabei, aus dem ESM einen Währungsfonds zu machen, aber er soll nun ausgestattet werden mit Möglichkeiten, dass einzelne Staaten finanziert werden, bei sogenannten asymmetrischen Schocks, auch wenn die Integrität der Währungsunion insgesamt nicht gefährdet ist. Und dann wird als Beispiel genannt, zum Beispiel Irland nach dem Brexit. Ja, sagt Carsten Schneider, ja. Ich hatte den irischen Außenminister vor 14 Tagen hier im Büro zu Gast, habe ihn gefragt, wissen Sie eigentlich, dass Sie im Deutschen Bundestag als Beispiel dafür herhalten müssen, man müsste sich für asymmetrische Schocks wappnen. Da sagte er, unsere Wirtschaft ist in Balance, wir brauchen das nicht. Sie machen es nicht für Irland und für asymmetrische Schocks. Sie tun einen Gefallen den Beppe Grillos und Silvio Berlusconis in Europas, die die fortwährende Krise ausrufen, um wieder unfinanzierbare, unhaltbare Wahlkampfversprechen zu machen. Das macht Europa nicht stärker.
Soweit Christian Lindner, der Partei- und FDP-Vorsitzende. Die CSU hat Deutschland und Frau Merkel in Europa erpressbar gemacht, griff er die Christsoziale Union an. Und er hat auch gesagt, dass 2/3 der Finanzminister einen Investivhaushalt in Europa ablehnen. Gleich zum Anfang kam nochmal das Trauma der FDP, des FDP-Vorsitzenden durch, als Andrea Nahles warnte, dass sie ja gar nicht weiß, worum es geht beim Masterplan. Das sei der FDP auch passiert. Und was daraus geworden ist, das ist das Trauma, was vor allen Dingen Christian Lindner mit sich rumschleppt. Man ist aus dem Bundestag herausgeschieden, vor allen Dingen wegen Angela Merkel, so seine These. Jetzt Volker Kauder, der Unionsfraktionsvorsitzende. Heute und morgen in Europa findet in einer angestrengten Situation und in einer aufgewühlten Welt statt. Wenn wir die neuen Nachrichten, alles natürlich über Twitter, vom amerikanischen Präsidenten hören, nach dem Motto, Handelskriege sind gut, weil man kann sie gewinnen, dann kann ich nur sagen, so wird die Welt nicht besser, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg gelernt, dass Deutschland nie mehr allein in Europa stehen kann, sondern dass wir die Lehren daraus ziehen und dass wir ein Europa aufbauen wollen mit der festen Gewissheit, nie wieder Krieg aus Europa, nie wieder Krieg in Europa, eine gute Zukunft vor allem für die heranwachsende neue junge Generation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich so in die Zeit hineinschaue, als einer, der zur ersten Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg gehört, habe ich manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die jetzt besonders Europa kritisieren, gar nicht verstanden haben, was für eine große Kraftanstrengung notwendig war, um diese Einheit und die Friedensvoraussetzung in Europa zu schaffen. Sie zerstören etwas, was auch für Sie wichtig ist, nämlich Frieden in unserer Region zu halten, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Europa als die große Friedensgarantie, aber Europa auch als die Wohlstandsgarantie. Natürlich haben wir in Europa noch eine Menge Aufgaben vor uns, weil wir auch innerhalb der Eurozone nicht alle auf dem gleichen Stand sind. Und natürlich ist es richtig, Frau Bundeskanzlerin, wenn man sich darum bemüht, dass wir in Europa möglichst alle auf einen entsprechenden Stand kommen. Aber da würde ich mir dann auch wünschen, dass die Regeln, die wir uns gegeben haben, um dieses Ziel zu erreichen, auch von allen in gleichem Umfang ernst genommen werden. Nur wenn wir uns an die Regeln halten, die wir uns in Europa gegeben haben, dann werden wir auch auf einen guten Weg kommen. Und klar ist auch dies habe ich schon einige Male an diesem Rednerpult gesagt, Europa muss die Aufgaben, die von Europa verlangt werden und die nur von Europa gelöst werden können, auch erfüllen. Jetzt weiß ich, dass bestimmte Dinge Zeit brauchen, aber die Sicherung der Außengrenzen muss nun wirklich ernsthaft angegangen werden. Frontex muss gestärkt werden, und dafür sind wir auch bereit, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, dass die Botschaft jetzt auch kommt. Wir wollen ein Europa ohne Binnengrenzen, aber dann brauchen wir ein Europa mit auch geschützten Außengrenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass Sie da keinen Beitrag leisten, ist überhaupt nichts Neues. Deswegen brauchen Sie sich auch gar nicht aufregen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und zu den Aufgaben, die Europa leisten muss, gehört auch,
dass wir eine gemeinsame Außenpolitik gestalten. Die Herausforderungen in der Welt sind groß. Und da kann es nicht sein, dass wir in Europa nicht mit einer Stimme sprechen. Und da ist nun die Möglichkeit, mit dem Sitz im Weltsicherheitsrat, den Deutschland jetzt hat, Europa zusammenzubinden und diejenigen, die einen dauerhaften Sitz haben, zu einer gemeinsamen Handlungsoption zu bringen. Lieber Herr Lindner, wir sind nicht handlungsunfähig, aber es wäre schon eine schöne Botschaft, wenn in den nächsten 2 Jahren im Sicherheitsrat die Vertreter aus Europa mit einer europäischen Stimme handeln und agieren würden. Das würde uns stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir die Situation in Deutschland anschauen, muss man wirklich sagen, wir stehen gut da, was nicht heißt, dass wir auch noch das ein oder andere an Problem zu lösen haben. Eines will ich aber auch deutlich machen, weil da jetzt so ein bisschen Kritik kam über die Diskussionen, die wir in der Union führen. Da kann ich nur sagen, ich erinnere mich sehr genau, was Sie in der FDP auch schon alles für Diskussionen hatten. Da würde ich mal nicht mit den Steinen auf andere werfen, sondern in die eigenen Reihen hineinzuschauen, Herr Lindner. Aber da will ich nur sagen, es hat's. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kenne, selbst bei der AfD kenne ich das nicht, dass es auch mal Diskussionen in der Parteifamilie gibt. Aber eins will ich klar sagen. Wir haben als Koalition trotzdem unsere Aufgaben gemacht. Wenn ich nur an den Beschluss erinnere, den wir jetzt gemacht haben, das ganze Baupaket vom Baukindergeld, Städtebauförderung, sozialer Wohnungsbau, die Menschen können sich darauf verlassen, dass wir unsere Arbeit machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja. Herr Buschmann, ich kann schon verstehen, dass es manchmal bitter ist, wenn man den Satz hört, und hätte selber dabei sein können bei der Lösung von diesen Problemen. Aber das ist ja nicht mein Thema. Aber wenn ich die Situation in unserem Land anschaue, dann wissen wir auch ganz genau, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Wenn ich nur daran denke, die Situation in unserer Automobilindustrie, wenn die Amerikaner kommen und wollen auf unsere Automobile Steuern erheben, bleibt dies nicht ohne Auswirkungen in unserem Land. Und in einer solchen Situation ist es doch nur gut, wenn wir Freunde haben. Und deswegen finde ich es richtig, wenn Deutschland und Frankreich versuchen, ganz eng beieinander zu bleiben und sich gerade in dieser Situation auch unterstützen können. Wir sind auf die Hilfe in Europa angewiesen. Deutschland allein wird es in der Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten nicht schaffen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist dieser Gipfel, von dem auch ein Signal der Zusammenarbeit ausgeht, von großer Bedeutung. Ja, wir wissen alle, dass Europa nicht bedeutet, dass nun alles in Europa gelöst werden muss. Wir haben auch unsere nationalen Aufgaben. Aber wir sollten darüber nicht vergessen und diese Töne, die von einer bestimmten Richtung kommen, halte ich für gefährlich. Es gibt nationale Aufgaben, aber zu glauben, dass allein im nationalen Bereich alles gelöst werden kann, das hat uns schon einmal in die Irre geführt in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es die gesunde Mischung aus dem, was in Europa gemacht werden muss. Und da muss Europa streckenweise schneller werden, das meine ich auch, und zwischen dem, was in unserem Land in nationaler Verantwortung gemacht werden kann. Und da, finde ich schon, haben wir eine richtige Mischung auch im Koalitionsvertrag formuliert. Und da, finde ich, können wir auch selbstbewusst sagen, ja, neuer Aufbruch für Europa, neuer Aufbruch in unserem Land. Wir werden diesem Land mit einer Regierung das
auch zur Verfügung stellen, was notwendig ist für eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Volker Kauder, der Unionsfraktionschef, der hier auch nochmal für Europa redet und gegen Nationalismus. Allerdings auf den Streit in seiner Fraktion ist er quasi nicht eingegangen. Dabei ist er natürlich einer der haupthandelnden Personen, der dort auch gefordert ist. Nächste Rednerin jetzt hier, Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linken. Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, also wenn selbst der ehemalige Vizekanzler, immerhin Mitglied einer der Koalitionsparteien, sich inzwischen fragt, ob die handelnden Akteure in dieser Regierung völlig wahnsinnig geworden sind, dann kann man so eine Kritik als Opposition eigentlich nicht mehr toppen. Und deswegen schließen wir uns hier ausdrücklich dieser Frage von Herrn Gabriel an. Was Sie hier abliefern, ist eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und es ist blamabel gegenüber unseren europäischen Partnern. Wir würden es ja noch mit Sympathie verfolgen, wenn die Koalition darüber streiten würde, was man gegen die unverändert ansteigende Altersarmut tun kann oder gegen die unverändert dramatische Situation in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen oder gegen den ungebremsten Mietwucher, der nach wie vor Familien aus den Innenstädten verdrängt. Wenn Sie darüber streiten würden, dann hätte man doch wenigstens noch das Gefühl, dass Sie sich mit den realen Nöten der Bevölkerung beschäftigen würden. Aber zu all diesen Themen fällt Ihnen leider seit langem schon nichts mehr ein. Ja, auch Asyl und Zuwanderung gehören zu den Problemen, die die Menschen bewegen. Aber auch da geht es Ihnen doch nicht darum, irgendetwas zum Besseren zu verändern. Es geht doch um nichts als um die Torschlusspanik der CSU vor der bayerischen Landtagswahl und um Symbolpolitik. Das ist doch alles, worum es geht. Was würde sich denn konkret verändern? Was würde denn die Zurückweisung registrierter Asylbewerber an der deutschen Grenze tatsächlich verändern, wenn Deutschland im Alleingang beschließt, zurückzuweisen? Dann werden andere Länder eben im Alleingang beschließen, nicht mehr zu registrieren. Und das haben sie dadurch gewonnen, außer dass sie neuen Sprengstoff für die innereuropäischen Beziehungen gelegt haben. Und ich finde, Herrn Seehofer kann ich ja leider nicht fragen, aber ich finde, man muss die CSU schon fragen. Nehmen Sie überhaupt noch wahr, dass es noch eine Welt außerhalb von Bayern gibt? Und dass in dieser Welt gerade ein von den USA angezettelter Handelskrieg gefährlich eskaliert, mit Zöllen, mit immer neuen Sanktionsdrohungen. Und dass es elementar für unseren Wohlstand sein wird, ob Europa darauf eine gemeinsame Antwort findet oder nicht. Und ist Ihnen auch nicht aufgefallen, dass in dieser außerbayerischen Welt gerade der nächste Krieg vorbereitet wird, nämlich der Krieg gegen den Iran? Und dass die Vereinigten Staaten den Nahen Osten ungeniert weiter destabilisieren, mit allen schlimmen Folgen, die dann nicht zuletzt Europa tragen muss. Vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, sollten Sie nicht ganz vergessen, dass es auf dieser Welt noch ein paar Probleme gibt, die größer sind als der Bayerische Landtag. Und jetzt, wenn Sie die Flüchtlingszahlen wirklich reduzieren wollen, dann folgen Sie doch endlich den Vorschlägen, die wir hier immer vorgetragen haben. Dann hören Sie auf, völkerrechtswidrige Interventionskriege zu unterstützen, die ein Land nach dem nächsten in ein Failed State verwandeln. Dann hören Sie auf, sich von Rüstungslobbyisten schmieren zu lassen und immer neue Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Das sind doch die eigentlichen Ursachen. Aber bei dieser falschen Politik ist diese desolate Koalition ja leider erschreckend einig. Und das ist das Kernproblem. Und dass Sie inzwischen noch nicht mal mehr davor zurückschrecken, mit islamistischen Warlords in Libyen, die Menschenrechte mit Füßen treten, die foltern und vergewaltigen, mit denen zusammenzuarbeiten, ich finde, das ist wirklich das Allerletzte. Und so erfreulich es ist, dass Sie, Frau Merkel, neuerdings Wert auf europäische Regelungen, europäische Lösungen und Abstimmungen mit unseren europäischen Partnern legen,
der Scherbenhaufen, vor dem Sie in Europa stehen, das ist doch der Scherbenhaufen Ihrer Politik. Sie haben doch das Porzellan zerschlagen und unsere europäischen Partner immer wieder gegen sich aufgebracht, mit ihren Alleingängen, mit ihren erratischen Entscheidungen, mit deutscher Selbstgefälligkeit und Rechthaberei. Denken Sie, das haben die anderen vergessen? Denken Sie, die Mittelmeeranrainer haben vergessen, wie lange sie im Rahmen des Dublin-Systems mit den Flüchtlingen alleingelassen wurden und dass Deutschland damals kein bisschen solidarischer war als heute Ungarn oder Polen. Oder meinen Sie, unsere Partner wissen nicht mehr, wie selbstherrlich sich die deutsche Regierung in der Eurokrise aufgeführt hat? Ich darf an den Spruch von Herrn Kauder erinnern. In Europa werde wieder Deutsch gesprochen. Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, wie das damals in Rom und Paris angekommen sein muss. Und auch die Griechen dürften noch gut in Erinnerung haben, wie Sie und Herr Schäuble ihnen drastische Kürzungsprogramme aufgezwungen haben, die ein ganzes Land in die Armut gestürzt haben, als Preis für Rettungsmilliarden, die vor allem an deutsche und französische Banken geflossen sind. Und glauben Sie, die Franzosen und die Italiener, die wissen nicht, dass das deutsche Lohndumping unseren Exportkonzernen unlautere Wettbewerbsvorteile verschafft und dass das bei ihnen zu Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit führt? Dass heute in vielen europäischen Ländern Wahlen mit Kritik an Deutschland gewonnen werden können, das ist doch das Ergebnis Ihrer Politik, Frau Bundeskanzlerin. Helmut Kohl hatte schon 2011 in einem Interview davor gewarnt, dass Sie keinen Kompass und auch keinen Führungs- und Gestaltungswillen haben und dass Deutschland im Ergebnis Ihrer Politik irgendwann isoliert dastehen wird. Und er hat leider Recht behalten. Und wenn Sie das ernsthaft korrigieren wollen, dann müssten Sie weit mehr tun, als für europäische Lösungen in der Flüchtlingsfrage zu werben. Dann wäre zum Beispiel ein Mindestlohn von wenigstens 12 Euro statt der mickrigen Steigerung, die gerade wieder beschlossen wurde. Oder eben ein Verbot von Leiharbeit, von Werkverträgen, also der Lohndrückerei mit Leiharbeit und Werkverträgen. Das wäre nicht nur ein Segen für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Das wäre auch ein echter Beitrag zum Zusammenhalt der Eurozone. Und das wäre letztlich auch wirkungsvoller als Ihr mit Herrn Macron ausgehandeltes Eurobudget, das der Ökonom Thomas Piketty zu Recht einen vagen, ambitionslosen Kompromiss genannt hat. Piketty schlägt übrigens, wie wir, zur Finanzierung öffentlicher Investitionen eine Steuer auf die großen Vermögen in der Eurozone vor. Und da fragt man sich schon, weshalb kommen solche Vorschläge eigentlich nie von der SPD? Weshalb überlassen Sie seit Monaten der Union die Hoheit, die Themen zu setzen, statt auch nur einmal mit einer substanziellen sozialen Forderung den Konflikt zu suchen? Und mit der Union auf den Konflikt zu gehen, das wäre doch im Übrigen auch außenpolitisch längst überfällig. Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Klaus von Donani hat doch recht, wenn er in einem aktuellen FAZ-Artikel empfiehlt, ich zitiere, wenn Amerika seine Alleingänge in unserer Nachbarschaft fortsetzen will, dann muss Europa die NATO in ihrer heutigen Form politisch in Frage stellen und seine eigenen unabhängigen außen- und verteidigungspolitischen Entscheidungen treffen. Soweit Zitat Klaus von Donani. Für diese Forderung wurden wir von Ihnen regelmäßig als regierungsunfähig beschimpft. Aber sie ist doch richtig. Und deswegen setzen Sie sich doch lieber für solche Forderungen ein, als bedingungslos eine Kanzlerin zu stützen, die im Unterschied zu ihren Amtsvorgängern der US-Politik immer nur kritiklos hinterhergelaufen ist, die bis heute die Russland-Sanktionen verteidigt und die auf dem NATO-Gipfel den irren Aufrüstungsforderungen nachkommen will, die für Deutschland Mehrausgaben von über 30 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Und das ist übrigens genau der Betrag, der zusätzlich für eine gute Bildung in unserem Land investiert werden müsste, wenn wir wenigstens den Durchschnitt der OECD-Länder in dieser Frage erreichen wollten. Aber
Sturmgewehre und bewaffnungsfähige Drohnen, die sind Ihnen offenbar wichtiger als zusätzliche Lehrer und gut ausgestattete Schulen. Und ich finde, das sagt alles über diese Regierung. Und deswegen brauchen wir endlich einen politischen Neuanfang. Beenden Sie dieses Konjunkturprogramm für Politikverdruss, das nur dazu führt, dass sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden. Wir wollen das nicht, und deswegen wollen wir eine andere Politik in diesem Land. Scharfe Angriffe hier von Sarah Wagenknecht, vor allen Dingen auch gegen die Bundeskanzlerin persönlich. Der Scherbenhaufen, vor dem Sie in Europa stehen, ist der Scherbenhaufen Ihrer Politik. Deutschland steht wegen Ihrer Politik isoliert da, sagte sie. Und Sarah Wagenknecht ist ja dabei, eine linke Sammelbewegung in die Welt zu setzen. Und vielleicht wird das ja in den nächsten Wochen und Monaten auch dann noch diskutiert werden hier im In der Linken jedenfalls gärt es ja auch, was die Flüchtlingsfrage angeht und die Haltung von Sarah Wagenknecht. Nächste Rednerin jetzt Katrin Göring-Eckardt von den Bündnisgrünen. Der Nationalstaat sei ein an sich überlebtes Element. Herr Dobrindt, das habe ich extra für Sie mitgebracht. Das ist ein Zitat von Franz Josef Strauß. Er hat recht, er hat immer noch recht. Ein sicheres, ein wohlhabendes, ein friedliches Deutschland, das gibt es nur in Europa. Und das wird gerade von Ihnen, von der CSU insbesondere und von einigen Genossen in der CDU noch mit befördert. Sie sind eigentlich eine Regierungspartei. Sie führen einen Streit um ein Phantom. Sie führen einen Streit um einen Plan, den Ihre Leute in der CSU beschließen, ohne Sie zu kennen. Das ist unwürdig für die Demokratie schon an sich, meine Damen und Herren. Sie führen einen Streit, Sie stürzen das Land, Sie stürzen die Regierung in eine Krise mit einem Gespenst. Und man fragt sich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, was ist eigentlich der Plan? Sie machen sich gemein mit Orbán, mit Salvini, mit Strache. Ihre Achse ist inzwischen die Achse der Nationalisten, der Abschotter, der Hasardeure, die Gräben schaufeln und immer weiter vertiefen. Es geht Ihnen gegen den Zusammenhalt in diesem Land, und das ist das Hochgefährliche, das Sie hier gerade betreiben, meine Damen und Herren. Wenn die Nationalisten am Werk sind, dann sind sie sich immer einig in der Ideologie. Da geht es immer gegen Europa, da geht es um Abschottung, keine Flüchtlinge und so weiter. Aber was eben auch klar ist, Nationalisten werden niemals kooperieren. Natürlich wird Herr Salvini keinen einzigen rückgewiesenen Flüchtling aufnehmen. Was Sie machen, das ist Politik der Angst. Das ist Politik der Angstmache. Und daraus entsteht immer nur mehr Angst und niemals mehr Sicherheit. Und das ist das Problem und das ist die Gefahr, vor der Sie stehen. Und deswegen sage ich Ihnen ganz klar, Sie sind schon längst nicht mehr die Lösung. Sie sind die Ursache. Und das sagen, wen wundert es, inzwischen ja auch eine Mehrheit der Bayern. Was ist das Hauptproblem in Bayern? Die CSU. So sagen es die Bayern. Bingo, kann ich nur sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Ihnen sollte klar sein, wenn Ihre Fraktionsgemeinschaft hier bricht, dann sind Sie noch näher dran an der AfD. Und ich frage mich gerade, was Herr Kauder eigentlich gemeint hat, als er gesagt hat, man solle doch jahrzehntelange Errungenschaften jetzt nicht in Gefahr bringen. Meinte er die AfD oder meinte er die Kollegen von der CSU in den eigenen Reihen? Die Frage muss man doch mal stellen. Aber der Riss geht ja inzwischen durch die gesamte Union. Und das macht mir noch mehr Sorgen. Wir haben in den letzten Tagen Reden gehört, auch hier in diesem Parlament. Da war der Geist schon aus der Flasche. Da ging ein Augenzwinkern zu Herrn Gauland von einem Abgeordneten der CDU nach seiner Rede, so nach dem Motto, habe ich doch prima gemacht. Ja doch, Herr Gauland, Sie haben das sehr wohl bemerkt und Sie haben auch entsprechend reagiert. Da wird von Tourismus geredet. Herr Seehofer war ja gestern bei Maischberger, hier ist er heute offensichtlich nicht. Da wird von Tourismus geredet, wenn es um Menschen geht, die gerade der Hölle entkommen sind. Wie weit sind wir eigentlich gekommen in diesem Land, meine Damen und Herren? Und Frau Merkel soll jetzt im Rahmen eines Ultimatums einer Regionalpartei innerhalb von 14 Tagen eine Lösung finden.
Sind Sie eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Europa als Showdown, wo sind wir eigentlich? Es ist richtig. Frau Merkel, Ihre Politik ist viel zu lang geprägt gewesen von scheinbar Unvermeidlichen, von Alternativlosigkeit, viel zu lang davon geprägt gewesen, dass Sie nicht erklärt und nicht für Ihre Überzeugungen gekämpft haben. Es stimmt. Wir teilen vieles nicht, was Sie gemacht oder eben unterlassen haben. Ökologisch waren Sie allenfalls lau. Und europäisch war es zu wenig Europa. Das ist falsch und das rächt sich jetzt. Erst recht, wenn auf der anderen Seite ein Trump steht, der noch die Blaupause bildet für Egoismus, für Nationalismus und Ausgrenzung. Frau Merkel, ja, Sie haben übersehen, wer wirklich Hilfe braucht, die armen Kinder zum Beispiel. Sie haben immer wieder sich dem rechten Flügel in Ihrem eigenen Laden gebeugt, weil immer noch eins draufgelegt wurde, so nach dem Motto, Sie müssen immer noch angebliche Fehler von 2015 gutmachen. Das alles kritisieren wir. Aber ich sage Ihnen auch, was gar nicht geht. Es steht Ihnen, Herr Dobrindt, Herr Seehofer, Herr Söder, doch auf der Stirn geschrieben. Es geht Ihnen nicht um eine Sachfrage. Ihnen geht es darum, dass Merkel wegkommt, damit Sie endlich freie Bahn haben. Ihnen geht es darum, dass Sie endlich freie Bahn haben, denn Sie wollen ein anderes Land. Sie wollen ein Land mit Abschottung, mit Egoismus, ohne Kooperation und ohne Zusammenhalt. Und deswegen sage ich Ihnen, besinnen Sie sich endlich, kommen Sie zur Vernunft und steigen Sie aus dieser Spirale der Unvernunft, meine Damen und Herren. Sie setzen gerade alles aufs Spiel für eine einzige billige alte Rechnung. Und weil es jetzt nicht mehr geht, weil es jetzt nicht mehr geht mit den kleinen Verrücktheiten. Früher hat es ja gereicht, mal mit der Pendlerpauschale zu kommen oder mit der Ausländermaut oder mit der Obergrenze. Und weil das alles nicht mehr funktioniert hat, nehmen Sie jetzt das ganz große Rad. Jetzt geht es um alles. Ich kann Ihnen nur zurufen, diesen Streit können Sie nicht gewinnen. Sie können ihn nur beenden. Und Frau Merkel, sage ich, man sagt ja immer, der Klügere gibt nach oder die Klügere. Es kann nur auch sein, wenn man einmal zu viel nachgibt, dann sind nur noch die Dummen übrig, meine Damen und Herren. Was heißt denn das Ende des Multilateralismus? Das heißt, es gibt eben keine Europäische Kommission mehr, die sich darum kümmert, dass man verhandelt. Man sieht doch in den USA, was passiert. Handelskrieg und Unilateralismus. Das heißt, es gilt immer nur das Recht des Stärkeren. Und das Allerwichtigste gerät gerade in Vergessenheit. Es gibt auch keinen unilateralen Frieden, meine Damen und Herren. Denn was sind denn die offenen Grenzen in Europa anderes als das Vertrauen, das die europäischen Nachbarn gegenseitig haben? Wir wissen, dass mit der Zurückweisung an Grenzen überhaupt nichts gelöst wird. Die Flüchtlingsfrage ist eine, die wir europäisch, ja, die wir global lösen müssen. Aber eben nicht mit Abschottung, Frau Merkel. Und vor allem frage ich eins. Ich frage mich eins in dieser Debatte, der ich sehr genau zugehört habe, heute hier den ganzen Tag. Wo bleibt eigentlich die Humanität? Wo bleibt eigentlich die Humanität? Sie haben hier geredet von Ordnung, von Steuern, von Abschottung, von Sicherheit, ja. Aber es geht um Menschen. Es geht um Menschen, die sich aufs Mittelmeer begeben und die dort tagelang rummeandern. Und am Schluss sind die Seenotretter es, die kriminalisiert werden. Wo sind wir eigentlich? In welchem Land leben wir eigentlich inzwischen hier, meine Damen und Herren? Wir haben einen Innenminister, der nicht mal auf die Idee kommt, dass er jemanden aufnehmen könnte. Und wir hören jetzt hier, dann schickt sie doch zurück nach Libyen. Nach Libyen? Meinen Sie das wirklich ernst? Dort, wo Menschen vergewaltigt und gefoltert werden, wo Sie sagen, wir setzen alles und unser Leben aufs Spiel, weil wir es nicht mehr aushalten können. Das ist doch zynisch, meine Damen und Herren. Man könnte jetzt mal ganz nüchtern konstatieren, Herr Seehofer ist seit 100 Tagen im Amt und hat nichts auf die Reihe gekriegt. 100 Beamte langweilen sich im Innenministerium in der Heimatabteilung. Die Wohnkrise spitzt sich zu. Den Integrationsgipfel schwänzt er und die Integration selbst behindert er mit seinen Sprüchen zum Islam. Herr Seehofer, Sie werden sich das ja irgendwann anhören müssen, was hier gesprochen wird über Sie. Ich kann nur eins sagen, Sie sind Bundesinnenminister und dieses Ministerium ist nicht die Nebenwahlkampfzentrale der CSU. Schade, dass man das erst sagen muss, meine Damen und Herren. Von außen betrachtet sieht das alles, was Sie hier machen, aus
wie der helle Wahnsinn. Wir hätten wirklich viel zu tun in der Pflege, in der Digitalisierung, beim Klimaschutz und, und. Herr Dobrindt, und ich hätte mir gewünscht, dass Sie einmal so viel Engagement zeigen, wie wenn Sie über Asylanwälte reden, wenn es um die Autoindustrie in Deutschland gegangen wäre. Da hätten Sie sich mal wirklich engagieren können mit ganzer Kraft. Meine Damen und Herren, wenn einem der Wind so richtig ins Gesicht bläst, dann muss man die Segel erst recht setzen. Dann muss man die Segel erst recht setzen und einen klaren Kurs einschlagen. Und ich sage Ihnen eins, es lohnt sich, für die Zuversicht und für die Geborgenheit in Europa zu kämpfen. Und das sind viele, die das wollen. Das sind viele, die das wollen in diesen Zeiten. Und dieses Land und seine Demokratie, seine Zivilität und seine Beharrlichkeit, die werden durch die Hetzer von der AfD und die Spalter von sonst woher nicht schwächer. Sie werden stärker werden. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Und deswegen sage ich noch mal, besinnen Sie sich. Und ich sage Ihnen noch eins. Einigkeit und Recht und Freiheit. Scheinbar muss man Sie daran erinnern. Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, empört griff sie die CSU an. Sie wollen ein anderes Land. Sie wollen ein Land der Abschottung und des Egoismus. Und sie ist hier richtig in Rage gekommen. Und interessant wird sein, was Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU, jetzt sagt. Denn der Bundesinnenminister, er ist hier immer noch nicht im Plenarsaal erschienen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, die größte Herausforderung unserer Zeit ist in der Tat die Globalisierung, die Digitalisierung, die Migration, der Zusammenhalt in Europa. All das, wenn wir es bewältigen wollen, können wir natürlich nur in einem Europa der Einigkeit auch bewältigen. Unsere nationale Souveränität, unsere kulturelle Identität, alles das lässt sich in der Tat nur dann erhalten, wenn wir einen starken Schulterschluss mit den Staaten der Europäischen Union auch weiterhin halten und für ein gemeinsames Europa kämpfen. Ja, das ist der Traum unserer Vorväter, die für Europa gearbeitet haben. Und in der Tat sind wir beides, stolze Europäer und deutsche Patrioten. Das ist kein Widerspruch, Frau Katrin Göring-Eckardt. Nein, ob wir Bayern, ob wir Niedersachsen, ob wir Sachsen oder Saarländer sind, das alles sind die Regionen unserer Heimat. Aber Deutschland ist unser Vaterland und Europa die Gegenwart und Zukunft von uns allen. Das ist das, was wir gemeinsam teilen sollten. Und glauben Sie mir, die Kombination, das ist auch das Rezept gegen all denjenigen, die diese Vision Europa der Vaterländer in Frage stellen. Genau das ist das Rezept gegen die Reaktionären, die unser europäisches Band lösen wollen, zurück ins Nationale, gegen die Europaromantiker, die einen europäischen Einheitsstaat wollen. Beides ist das Rezept gegen diejenigen, die uns in eine Sackgasse manövrieren wollen. Und das, was wir an nationaler Souveränität, an Wohlstand, an Frieden, an Freiheit uns erarbeitet haben, damit auch in Gefahr bringen. Ja, es stimmt, Frau Göring-Eckardt, wir orientieren uns an Franz Josef Strauß. Wir orientieren uns bei den Fragen Europas auch an Konrad Adenauer und an Helmut Kohl und den Visionen, die verbunden sind, wenn man diese Namen nennt, mit einem gemeinsamen Europa. Ich sage Ihnen aber auch, ich hätte von Ihnen mehr als hier belehrende Worte für uns alle eigentlich mal erwartet, dass Sie Ihre Politik in den zentralen Fragen darstellen, wie wir mit Migration, eine der großen Herausforderungen, umgehen. Sie haben bis heute nicht erklärt, was Sie eigentlich meinen mit Ihrem Programm. Keine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, weniger Abschiebungen, eine Untergrenze für Flüchtlinge. Was meinen Sie mit einer Untergrenze für Flüchtlinge? 5 Millionen, 10 Millionen? Wie viele von den 70 Millionen wollen Sie denn hier aufnehmen? Das, was Sie fordern, ist der Wegweiser zum Kontrollverlust in diesem Land. Das gehört zu dieser Wahl. Wir stehen vor einem Gipfel. Als Grundlage dieses Gipfels hat der deutsch-französische Ministerrat in Meseberg Grundlagen
beschlossen mit wichtigen Elementen. Weg zur Verteidigungsunion, ein Schutz der Außengrenzen, eine Zusammenarbeit bei Innovationen, künstlicher Intelligenz und vielen anderen mehr. Dinge, die wir unterstützen, weil sie zu einem erfolgreichen Europa zwingend gehören. Übrigens auch der Weiterentwicklung des ESM zu einem europäischen Währungsfonds. Ja, das ist ein richtiger Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen aber darauf achten, dass wir bei all diesen Elementen, die ein Vorteil für Europa sein können, die Kontrolle darüber nicht verlieren. Und deswegen ist es für uns so bedeutsam und wichtig, dass die Kontrollrechte des Deutschen Bundestages, wenn es darum geht, dass Unterstützungsmittel in Europa eingesetzt werden über einen ESM oder einen europäischen Währungsfonds, dass diese Kontrollrechte des Deutschen Bundestags stets erhalten bleiben, meine Damen und Herren. Ja, wir unterstützen das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, einen Investitionshaushalt für die Europäische Gemeinschaft, auch für die Eurozone. Wir brauchen dieses mehr und stärkere Maß an Investitionen für die Sicherheit, für die Infrastruktur, für die Digitalisierung. Aber wir werden auch darauf achten, dass es sich hier nicht um ein Geschäft handelt, das nationale Investitionen einspart und ersetzt durch europäische Investitionen. Wer am Schluss daran glaubt, dass er nationales Geld durch europäisches Geld ersetzen kann, der schafft nicht mehr Investitionen und Innovation in Europa, sondern der sorgt nur dafür, dass es ein anderer bezahlt. Das gilt auch für das Element, das in dem Papier von Meseberg sich wiederfindet, das in Richtung einen Prüfauftrag einer europäischen Arbeitslosenversicherung tendiert. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass sich Arbeitslosigkeit, Konjunktur, Wachstum sehr unterschiedlich entwickelt in den europäischen Ländern. Deswegen brauchen wir auch diese Investitionen, die wir gemeinsam stemmen wollen. Aber wir müssen auch darauf achten, dass es nicht zu einer Fehlentwicklung kommt, die heißt, dass Beitragsgelder deutscher Arbeitnehmer für die Arbeitslosigkeit in anderen Ländern Europas eingesetzt werden. Eine Vergemeinschaftung der Sozialversicherung werden wir nicht zustimmen. Es bleibt dabei, die Sozialversicherung ist ein nationales Element. Ja, ihr Leben in der Tat seit vielen Jahren auch einen Migrationsdruck an den Außengrenzen der Europäischen Union. Und dieser Migrationsdruck, der in Wellenbewegungen stattfindet, auch wieder stärker werden kann und vielleicht auch schon wieder stärker wird, dieser Migrationsdruck kann auch nur dadurch gesenkt werden, wenn wir unsere Außengrenzen schützen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe für Europa. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die parallel neben auch nationalen Aufgaben stehen muss, die wir wahrnehmen, um keine Überforderungen in dem Bereich von Migration zu bekommen. Die aktuelle Situation, die man umschreiben kann, damit, dass wer einmal seinen Fuß auf europäischen Boden setzt, dann in welches Land er auch immer will, gehen kann. Diese Situation ist nicht dauerhaft akzeptabel, weil in vielen, vielen, in den meisten Fällen, muss man heute sagen, dieses Land, in dem am Schluss der Migrant sich seinen Weg sucht, Deutschland heißt. Und meine Damen und Herren, wenn man den Hinweis gibt, den ich vielerorts immer wieder gehört habe, wir würden die Mittelmeerländer und die Länder an den Außengrenzen unserer europäischen Gemeinschaft alleine lassen, dann ist das schlichtweg falsch. Mehr als die Hälfte aller Migranten, die nach Europa gekommen sind, sind in Deutschland und nicht in den anderen 27 Ländern der Europäischen Union. Und deswegen, wir haben keinen Nachholbedarf an Humanität, meine Damen und Herren, innerhalb der Europäischen Union.
Wir begrüßen, dass es Fortschritte gibt auf dem Weg zur gemeinsamen Verantwortung in Europa bei der Migrationspolitik. Das EU-Treffen am vergangenen Sonntag hat Bewegung gezeigt, gerade auch beim Thema Schutz der Außengrenzen, dass Frontex zu einer europäischen Grenzpolizei weiterentwickelt wird. Das ist eine absolute Schlüsselfrage, die wir ausdrücklich auch unterstützen. Das Prinzip ohne sichere Grenzen nach außen, keine offenen Grenzen nach innen, das hat inzwischen weitestgehend Konsens in Europa. Und deswegen möchte ich ausdrücklich sagen, dass wir die Bundesregierung bei ihren Bemühungen unterstützen, vor dem Gipfel europäische Vereinbarungen zu treffen, die dafür sorgen, dass wir weniger Migration nach Europa erleben. Beides gehört zusammen, europäische Lösungen und nationale Maßnahmen. Beides gehört zusammen. Ein Marshallplan für Afrika, wie ihn Bundesminister Müller vorgestellt hat, aber auch die Anwendung von gültigem Recht an unseren Grenzen. Beides gehört zusammen, wenn wir uns langfristig auch vor Migration, illegaler Migration schützen wollen. Und deswegen bleiben wir dabei, dass wir dafür sorgen müssen, neben den Initiativen auf Europa jetzt auch die Anwendung des geltenden Rechts an unseren Grenzen umzusetzen. Und das heißt auch, dass diejenigen, die in einem anderen Land in Europa ihr Asylverfahren durchführen müssen, an unseren Grenzen zurückzuweisen, meine Damen und Herren. Das ist nichts anderes als die nationale Umsetzung einer europäischen Lösung. Die nationale Umsetzung einer europäischen Lösung. Und alle diejenigen, die davor warnen, das zu tun, meine Damen und Herren, unsere französischen Kollegen, Präsident Macron, der ja beileibe nicht unter dem Verdacht steht, ein Antieuropäer zu sein, der wendet dieses europäische Recht national an, im letzten Jahr mit über 80.000 Zurückweisungen an seinen französischen Grenzen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir heute nicht in der Lage wären, diese europäische Lösung national zur Anwendung zu bringen, dann stellen wir doch gerade auch zukünftige europäische Lösungen in Frage. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Gemeinsamkeit der europäischen Lösungen und der nationalen Lösungen erreichen. Deswegen wünschen wir der Bundesregierung ausdrücklich viel Erfolg, auch beim Gipfel. Wir begleiten das positiv, die europäischen Lösungen zu ermöglichen. Wir wollen aber auch die Umsetzung der nationalen Lösungen haben. Und im Lichte der Ergebnisse des europäischen Gipfels werden wir darüber beraten, welche nationalen Maßnahmen notwendig in der Umsetzung sind. Dankeschön. Soweit also Alexander Dobrindt, der am Schluss noch mal sagte, die CSU will die Anwendung von gültigem Recht an unseren Grenzen umsetzen. Das sagen ja viele, nicht nur in der CSU. Dabei gibt es da auch eine ganz andere Sichtweise. Und wenn er Herrn Macron herbeizitiert als Kronzeugen, die Franzosen haben eine ganz andere rechtliche Stellung, zum Beispiel zum Nachbarstaat Italien. Die haben nämlich ein Abkommen, was Deutschland zum Beispiel nicht hat. Außerdem liegt da noch Österreich dazwischen. Das ist alles nicht so einfach. Das hat die Bundeskanzlerin ja auch mehrfach ausgeführt. Einfach die Grenzen dicht machen, das würde das Problem zumindest europäisch nicht lösen, dann wäre es wieder Nationalstaaterei. Nächster Redner jetzt hier von der AfD, Rüdiger Lukassen. Vor dem Bild. Wer aber einen Schritt zurück macht, erkennt das eigentliche Problem. Die deutsche Regierung sieht überhaupt keine Notwendigkeit, selbstbestimmte Verteidigungspolitik zu machen. Die Regierung sieht sich in der Frage der Verteidigungsausgaben als Getriebene, als Opfer einer politischen Erpressung durch den amerikanischen Präsidenten. Die Bundesregierung tut so, als ob die Amerikaner etwas Unsinniges, gar Unanständiges fordern und hangelt so von Gipfel zu Gipfel. Mit solch einer Haltung kann man keine Verteidigungspolitik machen, die der stärksten Macht in Europa angemessen ist. Deutschland muss führen.
Das muss auch in der Verteidigungs- und Militärpolitik unser Anspruch sein. Der Grund dafür ist einfach. Wenn Deutschland nicht führt, tut es ein anderer. Und wir können dann entweder hinterherlaufen oder am Rand stehen. So macht es die Bundesregierung auch bei der sogenannten EU-Verteidigungspolitik. Der französische Präsident ist dort der Taktgeber. Jüngstes Beispiel: eine EU-Interventionstruppe. Präsident Macron hat einen solchen Verband vorgeschlagen und die deutsche Regierung will mitmachen. Wozu eine solche Truppe dienen soll, wer sie führt und wie nationale Interessen gewahrt bleiben, darauf gibt es keine Antworten der Regierung. Am Ende werden es französische Interessen sein, die mit deutschem Geld und deutschen Soldaten bezahlt werden. Das lehnen wir ab. Deutschland braucht einen neuen Plan für eine Verteidigungsbereitschaft. Dieser Plan muss drei Bereiche abdecken. Erstens die Landesverteidigung als vornehmste Aufgabe des Staates. Sie muss Basis und Maß einer Konzeption zur territorialen Verteidigung sein. Zweitens die Bündnisverteidigung. Sie ist eben nicht gleichzusetzen mit der Landesverteidigung, sondern als Ergänzung zu betrachten. Die NATO ist das stärkste Militärbündnis in der Welt. Deutschland ist seit über 60 Jahren Mitglied. Die Bundesregierung muss den vereinbarten Beitrag von 2% des Bruttoinlandsproduktes in der NATO leisten. Die Bundeskanzlerin, ich hatte Sie eigentlich noch während der Regierungserklärung auf Ihrem Sitz erwartet. Die Bundeskanzlerin hat vor gut einer Stunde so etwas wie ein Bekenntnis zu dem 2%-Ziel abgegeben, hat sich dann aber ganz schnell wieder eingefangen und 1,5% bis 2025 fixiert. Das ist Vertragsbruch. Nur mit der Einhaltung seiner Verpflichtungen wird Deutschland seiner Aufgabe als starker Partner im Bündnis gerecht. Denn es ist eben falsch, und das hätte ich gerne der Frau Bundeskanzlerin gesagt, es ist eben falsch, jetzt auf teure und ineffektive Parallelstrukturen in einer ohnehin zerfallenden EU zu setzen. Und Herr Kauder, der auch nicht mehr da ist, wenn Sie wieder besseren Wissens die zentralistisch handelnde EU und Europa gleichsetzen, dann zerstören Sie in Wirklichkeit die europäische Idee. Und drittens, Deutschland muss Maßnahmen einleiten, um die Souveränität unseres Staates auch im Frieden sicherzustellen. Darunter gehören unter anderem Bereiche wie der Zivilschutz, ein nationales Rüstungskonzept, Luftsicherheit, aber eben auch der Schutz unserer Grenzen im Frieden. Alle diese Maßnahmen tragen der veränderten Sicherheitslage in der Welt Rechnung. Sie sind jedoch nicht umsetzbar, wenn das verteidigungspolitische Bewusstsein in unserer Gesellschaft als auch in der Regierung fehlt. Das Ergebnis dieser Verantwortungsverweigerung der Bundesregierung haben wir jetzt: eine kaputtgesparte Bundeswehr, ein schlechtes Verhältnis zu unseren Bündnispartnern und eine Regierung, der die Kraft und der Rückhalt fehlen, die wichtigste Aufgabe eines souveränen Staates zu meistern. Wir wollen, Frau Bundeskanzlerin, wir wollen. Ich würde gerne weiterreden, Frau Bundeskanzlerin. Ich finde es schlichtweg unhöflich, was Sie machen. Ja? Wir wollen kein Deutschland in einer Opferrolle. Wir wollen Zuversicht. Wir wollen ein Deutschland, das handelt. Wir brauchen einen Plan für eine neue Verteidigungsbereitschaft
Und Deutschland braucht eine neue politische Kraft. Unser Land braucht die Alternative für Deutschland. Rüdiger Lukassen war das von der AfD und von der Bildregie zwischendurch immer schön eingefangen. Die Bundeskanzlerin war noch im Saal. Sie wird jetzt den Saal verlassen, denn in der Tat fliegt sie gleich nach Brüssel und hat da ja nun diesen entscheidenden Tag, diesen entscheidenden Gipfel vor sich. Weiter geht es hier aber im Deutschen Bundestag mit der Aussprache zum Europäischen Rat und zum NATO-Gipfel. Und der nächste Redner kommt von der SPD, Sebastian Hartmann. Die SPD hat sich das ja mit dem Regierungseintritt wahrlich nicht so einfach gemacht wie die Liberalen, die das alleine entschieden haben, dann abgesagt haben und jetzt vom Spielfeldrand schlaue Tipps geben und sich so ein bisschen die Rosinen raussuchen, was ihnen gerade passt. Aber wir haben unsere Entscheidung getroffen und wir haben einen Koalitionsvertrag geschrieben, in dem der erste Satz lautet: ein neuer Aufbruch für Europa. Und ich wende mich jetzt an die Kollegen von der CSU: und nicht ein neuer Abbruch von Europa, meine Damen und Herren. Denn wenn man so manche Wortwahlen im Innenausschuss verfolgt oder auch hier im Plenum, ist das ja eine sehr ultimative Lage. Und die Zeitalter der Ultimaten sollten vorüber sein. Und es sollten vor allen Dingen nicht Minister der Bundesregierung anderen Mitgliedern der Bundesregierung solche Ultimaten setzen. Sonst würden umgekehrt ja dann auch noch mal Überprüfungen stattfinden, ob denn irgendetwas, was von dem lautstark Angekündigten überhaupt stattgefunden hat. Und das Risiko ist, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wenn man vor Rechtspopulisten Angst hat und vor ihnen warnt, dann aber Worte wie Asylgehalt und Asyltourismus verwendet, man am Ende selbst zum Rechtspopulisten wird. Und das nächste Risiko ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man als deutscher Innenminister erklärt, es handelt sich um insgesamt in dieser Lage Europas und der Welt um insgesamt 100 Personen pro Monat, die möglicherweise von einer nationalen Maßnahme in einem Programm, das da lautet 63 Punkte, seit etwa 100 Tagen im Raum, aber niemand kennt es genau. Und die bayerischen Kollegen sagten, es sei ja so etwas wie das Bernsteinzimmer der deutschen Politik, mit dem Hauptunterschied, das Bernsteinzimmer hat es gegeben. Dann hat man doch das Problem, dass man am Ende doch mal dann die Fakten sprechen lassen sollte. Wir sind bei 100 Personen und wenn man dann das Statistikamt bemüht, dann wissen wir, dass wir etwa 3.900 Kilometer Außengrenzen haben und dann wird die ganze Aufregung doch relativ überschaubar. Und wenn man dann auch noch mal fragt, von wem will man sich eigentlich abgrenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich doch ein wenig in der Geschichte zurückgehen. Ich erinnere an den 22. November 2005, als Herr Schäuble zum Innenminister ernannt worden ist, CDU. Ich erinnere an den 28. Oktober 2009, als Thomas de Maizière zum Innenminister ernannt worden ist, CDU. Dann am 16. März 2011 wurde Hans-Peter Friedrich zum Innenminister ernannt, CSU. Und am 17. Dezember wurde Thomas de Maizière 2013 zum Innenminister ernannt, CDU. Und am 14. März wurde dann Horst Seehofer zum Bundesinnenminister für Inneres, Bau und Heimat ernannt. Und er möchte sich von der Politik aller seiner Vorgänger ab heute abgrenzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Faktenlage. Und deswegen stellen wir uns in der SPD die Frage, worüber reden wir eigentlich, wenn wir dafür sorgen wollen, dass Deutschland ein stabiler Faktor in einem geeinten Europa ist. Und das ist eine Erwartungshaltung, die die Menschen im Land an uns haben, dass wir unsere Arbeit machen, dass wir diesen Koalitionsvertrag umsetzen und dass wir uns auf die tatsächlichen Probleme Europas und die Lösung kann nur eine europäische Lösung sein, konzentrieren. Und es gibt eine solche Menge zu tun, wenn es darum geht, soziale Sicherung in dem Land für alle Menschen zu garantieren, tatsächlich die Investitionen voranzubringen und auch dafür zu sorgen, dass Europa nicht auseinanderfällt und zusammenhält. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir natürlich auch bei Wortwahlen der Ultimaten, dass Europa von der Spaltung und Zerstörung bedroht ist, natürlich sehr genau unterscheiden. Ja, das Risiko ist da. Die Gefahr besteht, dass die Populisten gewinnen und Strategien von Trump über Twitter hinweg und seinen Account tatsächlich zur Spaltung zu Europa führen können. Aber darum kommt es doch umso mehr an. Darum kommt es doch umso mehr darauf an, dass wir in Deutschland ein starkes Signal für ein einiges Europa setzen und eben auch zur Sachpolitik zurückkehren. Und wir haben einen guten Koalitionsvertrag geschlossen, der nicht nur ein neuer Aufbruch für Europa sein soll, eine neue Dynamik für Deutschland bedeuten soll. Aber offenes Wort, so haben wir das uns mit der Union nicht vorgestellt.
dass Sie die Dynamik dazu nutzen, möglicherweise einen bayerischen Landtagswahlkampf wichtiger zu nehmen als die Politik, die Sie machen wollen. Und wenn ich noch mal auf das Feld der Innenpolitik zurückkommen möchte, dann habe ich natürlich sehr fein aufgemerkt, was zur Bundespolizei gesagt worden ist. Und als gestern dann auch erwähnt worden ist, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wie Sie alle im Saal wissen, dass die Bundespolizisten auch in Nordrhein-Westfalen fehlen. Und ich natürlich mir Gedanken darüber mache, ob der Innenminister sich darauf konzentrieren kann, Sicherheit an deutschen Bahnhöfen, übrigens auch am Kölner Hauptbahnhof in der Nähe der Domplatte zu garantieren oder auch am Köln-Bonner Flughafen, auch in meiner Heimatregion. Und wer dann gleichzeitig einen gigantischen Berg von Überstunden bei den Polizistinnen und Polizisten erkennen, dann möchte ich doch die Gelegenheit nutzen. Regen Sie sich nicht auf, gehen Sie doch zur Sachpolitik über, verzichten Sie auf Ultimaten, machen Sie ordentliche Politik und sagen Sie mit mir zusammen Danke an die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die einen hervorragenden Job machen und sich darauf verlassen, dass wir endlich auch einen machen. Da könnte die CSU auch mitmachen. Herzlichen Dank. Sebastian Hartmann war das für die SPD. Nächster Redner ist der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige Regierungserklärung bezog sich auf den bevorstehenden EU-Gipfel, aber eben auch auf den bevorstehenden NATO-Gipfel. Und ohne das Thema EU-Gipfel und die wichtigen Entscheidungen dort kleinreden zu wollen, so glaube ich doch, dass von einem guten NATO-Gipfel in Brüssel im Juli mindestens ebenso viel für unseren Wohlergehen und unsere Sicherheit in der Zukunft abhängt, wie von den vielen anderen Fragen. Und unsere Zeit ist eben leider dadurch gekennzeichnet, dass wir viele große Probleme vor der Brust haben, die früher möglicherweise Parlamente in ganzen Legislaturperioden so nicht zu bewältigen hatten. Insofern glaube ich, dass wir auch dem NATO-Gipfel unsere Aufmerksamkeit schenken müssen. Wenn Deutschland auf den NATO-Gipfel geht, so geht es meines Erachtens zuallererst darum, dass wir betonen, welch wichtigen Beitrag wir als deutsche Bundeswehr, als Bundesrepublik Deutschland zu den NATO-Aktivitäten beitragen. Deutschland hat im Rahmen des Reassurance-Konzeptes der NATO ganz konkret die Führungschaft in dem NATO-Bataillon in Litauen übernommen. Deutschland beteiligt sich am Air Policing in Estland. Deutschland wird mit Ulm als Standort einer der beiden neu zu schaffenden NATO-Kommandostrukturen mit aufbauen und beherbergen. Und natürlich ist Deutschland bei den unter NATO-Beteiligung stattfindenden internationalen Einsätzen mittlerweile die Nummer zwei als Truppensteller. Ich finde, bei allen Diskussionen, die wir machen sollten, sollten wir anerkennen, dass Deutschland in der NATO einer der verlässlichen und starken Partner ist und dass dies selbstverständlich heute und in Zukunft so bleiben wird. Der NATO-Gipfel wird über die Zukunft der Unterstützung für den Irak beraten. Es gibt Überlegungen, dass die Ausbildungsmission im Irak unter NATO-Federführung stattfinden will. Und ich glaube, dass wir hier im Deutschen Bundestag nach diesem Gipfel im Blick auf die Entscheidungen, die hier im Hause im Oktober anstehen über die Mandate, sehr gut beraten sind, das sehr wohlwollend und sorgfältig zu prüfen, ob nicht gerade Irak ein aus unserer Sicht strategisch wichtiges Land und ein Land, in dem wir in den letzten Jahren über unsere Ausbildungsmission Hervorragendes geleistet haben, ob wir als Deutsche nicht auch in diesen NATO-Einsatz dann hineingehören. Ich weiß, dass das nicht unumstritten ist, aber ich glaube, dass es eine wichtige Botschaft auch der deutschen Regierung auf dem NATO-Gipfel sein wird, dass wir das kurzfristig und sorgfältig prüfen und bereit sind, auch da unsere Verantwortung zu übernehmen. Das dritte zentrale Thema wird natürlich die Frage der Lastenteilung sein. Die Bundeskanzlerin hat hier eine konkrete Zahl genannt im Blick auf ein bestimmtes Jahr, was die Verteidigungsausgaben angeht. Die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland steigen schneller als die Ausgaben des Haushaltes. Sie steigen auch schneller als das Bruttosozialprodukt. Und somit besteht aus meiner Sicht angesichts der Zahlen für 18 und 19 nicht die Gefahr, dass wir in der sogenannten NATO-Quote absinken. Ich glaube aber, dass unsere Partner zu Recht von uns erwarten dürfen, dass wir uns zielstrebig auf die 2% zubewegen und dass auch die Festlegung auf 1,5% Mitte des nächsten Jahrzehnts, was ich für realistisch halte angesichts der Beschaffungsprojekte, die natürlich dahinterstehen, wenn man dieses Geld entsprechend einsetzt,
dass wir das Ziel 2% nicht aus den Augen verlieren, es sei denn, die Welt verändert sich in den nächsten 10 Jahren so, dass die NATO insgesamt zu einer anderen Einschätzung kommt. Ich betone, dass für mich das 2%-Ziel von Wales von 2014 selbstverständlich auch dieses perspektivische Ziel für die deutschen Verteidigungsausgaben bleibt. Und viertens und letztens möchte ich etwas ansprechen, was mich im Zusammenhang mit der NATO schon sehr bewegt. Die NATO ist eine Gemeinschaft, die antritt, gemeinsame Werte, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Deswegen muss das auch sich widerspiegeln im Verhalten der einzelnen Mitgliedstaaten gegenüber anderen und im Verhalten der Mitgliedstaaten untereinander. Und ich finde, es muss auch diskutiert werden im NATO-Rahmen, vielleicht muss man das ja nicht öffentlich machen, dass die Türkei sich mit ihrer Unterdrückung der Pressefreiheit und mit ihrem, wie ich finde, zu ausgedehnten Engagement auf dem Boden Syriens im Süden der Türkei doch in einen gewissen Rechtfertigungsdruck setzt, auch gegenüber den Partnern in der NATO. Denn wir können die Werte nur glaubhaft dann verteidigen, wenn wir auch selbst für diese Werte in unseren Reihen stehen. Und dazu gehört auch mein letzter Satz, dass wir es nicht hinnehmen können, dass ein amerikanischer Präsident Sanktionen oder Strafzölle gegen europäische NATO-Partner damit begründet, das sei eine Stahl aus Europa oder Aluminium aus Europa sei eine Gefährdung der amerikanischen Sicherheit. Europa trägt zur Sicherheit Amerikas bei, genauso wie Amerika zur Sicherheit Europas beiträgt. Und in der Handelsauseinandersetzung dieses Argument zu bemühen, ist schlicht unakzeptabel. Dankeschön. Jürgen Hart war das, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Und dass wir in keinen normalen Zeiten leben, sieht man an seinen Schlussbemerkungen. Wann hat schon mal ein außenpolitischer Sprecher derart scharf hier den amerikanischen Präsidenten kritisiert? Frau Petri ist fraktionslos, hat jetzt das Wort. Kanzlerin in Abwesenheit, sehr geehrte Kollegen. Von einer Regierungserklärung zum Europäischen Rat erwartet man eine ehrliche Bestandsaufnahme dieses Europas. Bekommen haben wir eine Rede voll technischem Geschwurbel und ja, auch gespickt mit freudschen Versprechern wie zur gestärkten Sekundärmigration. Tatsache ist doch, Europa ist heute gespaltener, als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs jemals wieder vorzustellen war. Eurokrise, Banken- und Staatspleiten und vor allem die Folgen illegaler und viel zu lange geduldeter Migration haben dieses Ergebnis erreicht. Und warum? Weil viel zu viele Politiker in diesem Land und in ganz Europa ohne Rücksicht auf politische Realitäten einem europäischen, ja utopistischen Traum hinterhergelaufen sind. Und das ist vor allen Dingen, Frau Merkel, die Politik ihrer Regierungen und ihre ganz persönliche Bilanz. Heute ist Deutschland, heute ist Europa sozialistischer, ängstlicher und auch verschuldeter als zu Zeiten europäischen Wettbewerbs. Weniger Bürokratie, eine kleinere EU-Kommission, also weniger Kommissare und ein kleineres EU-Budget wären vernünftige Antworten auf Ihre zentralistische Sackgasse. Nur davon hören wir nichts. Und dann noch etwas. Immer wieder verkünden Sie den Bürgern Halbwahrheiten. Man könnte auch sagen, Sie schwindeln. Migration kann nicht zur Schicksalsfrage dieses Kontinents werden, meine Damen und Herren. Sie ist es längst. Für alle sichtbar seit 2015 und für alle Politiker spätestens messbar und ablesbar in Statistiken seit 2012. Sie aber dilettieren an kosmetischen Korrekturen von Richtlinien und Verordnungen herum und verschweigen den Bürgern wieder einmal die Realität. Denn solange wir kein umfassendes europäisches Grenzsicherungssystem haben, und wir haben es nicht, brauchen wir vorübergehende, aber flächendeckende Grenzkontrollen der Innengrenzen. Sonst machen Menschen, machen Migranten, was ganz natürlich ist, sie gehen dorthin, wo es das meiste Geld gibt, und sie gehen dorthin, wo ihre Landsleute bereits sind. Und sie bilden etwas, was hier immer zutiefst bekämpft wird, sie bilden kulturell homogene Gruppen, nämlich Parallelgesellschaften. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist endlich eine echte Reform dieses Asylsystems, das seinen Namen schon lange nicht mehr verdient. Wir haben nicht mehr als 2% politisches Asyl nach wie vor gewährt in diesem Land.
Die restlichen Menschen sind Migranten, das ist nicht verwerflich, aber sie fallen nicht unter dieses System. Und deswegen muss Schluss sein mit dem individuellen Anspruch auf Asyl in Deutschland und Europa. Ja, wir müssen Afrika helfen, aber Afrika muss sich vor allen Dingen selbst helfen durch Geburtenkontrolle und mehr Bildung. Da können wir etwas tun, aber wir können es nur zum Teil hier in Europa tun. Meine Damen und Herren, Europa kann es nur gut gehen, wenn es den einzelnen Ländern gut geht. Dafür sind wir hier in Deutschland vor allem verantwortlich, für dieses Land, für seine Bürger. Und dafür fehlten Ihnen, Frau Merkel, die Ideen. Auch aus diesem Hohen Hause kam verhältnismäßig wenig Substanzielles. Wir brauchen nämlich endlich eine konservative bürgerliche Wende in diesem Land, spätestens zur nächsten Bundestagswahl. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Thorsten Frey für die Fraktion der CDU/CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, diese Debatte hat sehr deutlich gemacht, dass wir wahrscheinlich selten einen Europäischen Rat hatten und einen NATO-Gipfel, wo wir mit den Problemen, die von außen auf unser Land und Europa insgesamt einwirken, so sehr im Auge des Tornados stehen, wie das heute der Fall ist. Und es ist in der Tat so, dass es mannigfaltige Herausforderungen sind, wo wir heute, glaube ich, konstatieren müssen, dass wir noch keine wirklich guten und überzeugenden Lösungen haben. Wenn ich anknüpfen darf an den Kollegen Hart, es ist der Krisenbogen rund um Europa, von Nordafrika über den Nahen und Mittleren Osten bis nach Osteuropa. Es sind die wirtschafts- und handelspolitischen Konflikte, die natürlich eine Exportnation wie Deutschland in ganz besonderem Maße treffen. Es sind die Migrationsherausforderungen, die uns in der Tat herausfordern, weil wir auf dem afrikanischen Kontinent eine Situation erleben, wo sich die Bevölkerung bis zur Mitte des Jahrhunderts verdoppelt und bis zum Ende des Jahrhunderts vervierfacht haben wird. Und wenn wir die Migrationszahlen von UNHCR anschauen, dann zeigt es eben heute schon, 68,5 Millionen Menschen, die weltweit vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind. Das sind 3 Millionen mehr als im letzten Jahr und damit die höchste Steigerung, die jemals gemessen wurde. Und da reden wir über diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Wir reden noch nicht über diejenigen, die als Wirtschaftsmigranten unterwegs sind. Und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann wird, glaube ich, deutlich, dass wir auf allen Ebenen angreifen müssen, dass wir global mit den Herausforderungen umgehen müssen. Wir haben hier diskutiert über den Global Compact on Migration beispielsweise, dass wir europäische Lösungen brauchen und dass wir auch nationale Maßnahmen dort nachschärfen müssen, wo sich herausgestellt hat, dass wir noch nicht gut genug sind. Und vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es in der Tat wichtig, dass wir die großen Herausforderungen europäisch angehen und dafür die Herausforderungen annehmen und die Voraussetzungen schaffen. Und das bedeutet im Hinblick auf den Europäischen Rat eben auch, dass man sehr genau unterscheidet, wo sind die Themen, die wir national nicht mehr lösen können oder jedenfalls nicht angemessen. Da müssen wir, weil es einen europäischen Mehrwert gibt, stärker zusammenarbeiten. Das sind Fragen der Migrationspolitik, der Außen- und Verteidigungspolitik. Das sind Fragen des Grenzschutzes und der Terrorismusbekämpfung. Und wir müssen genauso schauen, wo das nicht der Fall ist, wo wir durch Subsidiarität bessere Lösungen entweder nationalstaatlich oder auch auf regionaler oder kommunaler Ebene erreichen. Ich glaube, dass diese Unterscheidung ganz wesentlich dafür ist, ob wir die Akzeptanz für Europa weiter erhalten können, ausbauen und stärken können oder ob das eben nicht gelingen wird. Und vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass wir uns jetzt in den kommenden 2 Tagen auf europäischer Ebene auf die Themen im Bereich der Migration konzentrieren, wo wir auch Übereinstimmung und Ergebnisse erzielen können. Und es bedeutet eben, dass nicht Schlepper darüber entscheiden dürfen, wer nach Europa kommt, sondern dass es gewählte Regierungen tun müssen. Dafür muss man Voraussetzungen schaffen und daraus ergeben sich dann auch die weiteren Handlungsnotwendigkeiten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das ist richtig, wenn man in einem eng integrierten Europa zusammenlebt, wenn viele der europäischen Staaten eine gemeinsame Währung haben, dann brauchen wir auch Konvergenz. Das ist vollkommen richtig.
Ich habe aber an manchen Stellen auch den Eindruck, dass es bei uns nicht an der Konvergenz mangelt, sondern dass es auch daran mangelt, dass wir auf Eigenverantwortlichkeit, auf Subsidiarität, auf Einhaltung von Verträgen setzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch wichtig ist. Wir brauchen auch den Wettbewerb untereinander, damit wir, so wie es die Bundeskanzlerin formuliert haben, uns am Ende nicht am Durchschnitt orientieren, sondern an der Spitze in der Welt. Das muss der Maßstab sein für Deutschland und Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich ganz zum Schluss noch eines sagen. Wir haben auch über den NATO-Gipfel diskutiert. Wir haben darüber diskutiert, dass viele Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, letztlich darin begründet sind, dass ein Multilateralismus, der geordnet ist, der auf der Stärke des Rechts und nicht auf dem Recht des Stärkeren basiert, an vielen Stellen in Gefahr ist. Und deshalb müssen wir als Europäer und Deutsche eine stärkere, auch eine glaubwürdigere Rolle einnehmen. Und wenn wir auf Multilateralismus setzen, auf die Einhaltung von Verträgen, dann sind wir auch an das gebunden, wozu wir uns im Sommer 2014 im Rahmen der NATO verpflichtet haben. Und deswegen können wir Schritte gehen hin zum 2%-Ziel. Vereinbart sind 2% des Bruttoinlandsprodukts bis 2024. Wir sollten diese Schritte glaubwürdig gehen. Unsere Partner sollten sich auf uns verlassen können. Nur dann sind wir auch glaubwürdig, wenn es kritisch wird in der Welt. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir für unser Land, aber auch für unseren Kontinent eine starke Rolle übernehmen können. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Thorsten Frei war der letzte Redner hier nach der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Aussprache Europäischer Rat und NATO-Gipfel, der heute und morgen in Brüssel stattfindet. Und dieser europäische Gipfel hat ja eine breitere Dimension. Da geht es nicht nur um die Zukunft der europäischen Zusammenarbeit, zum Beispiel bei der Frage Migration, sondern für Angela Merkel ganz persönlich um Fortschritte, die sie dann präsentieren will und muss, um die CSU zufriedenzustellen in dem Streit mit Innenminister Horst Seehofer. Bleibt abzuwarten, wie das Ganze ausgeht. Am Sonntag gibt es Treffen von CDU und CSU-Gremien, getrennt natürlich in Berlin und in Bonn. Und am Montag beginnt die Haushaltswoche. Mal sehen, ob die geordnet über die Bühne gehen kann. Das tut sie eigentlich sowieso nicht. Ich muss mich gleich korrigieren, denn der Haushalt ist verkürzt auf 4 Tage, 3 Tage Debatte. So sieht es im Moment aus, nämlich ab Dienstag bis Donnerstag. Der Freitag fällt weg, nämlich hier wird im Deutschen Bundestag das Gestühl umgebaut für eine Veranstaltung der OSZE. Und deswegen wird die Haushaltsdebatte einen Tag verkürzt, was ohnehin schon Probleme mit sich führt. Was dann an Ergebnissen innerhalb der Gespräche von CDU und CSU noch zur Umsetzung kommen muss und was daraus dann resultiert, das werden wir dann in der kommenden Woche erleben.